Gerald, einen wunderschönen guten Abend. Wie geht's euch? Entschuldigt die Verspätung, ich hatte hier kurzes Kinderaufwachglück. Aber alles unter Kontrolle. Kommt zu den wichtigen Themen? Ich muss zum Friseur. Ich muss vor Indien. Sonntag geht's nach Indien. Ich muss erst mal den Haaren machen. So geht's nicht weiter, ey. Was ist hier? Tingeltangel Bob trifft Inge Meisel. Das ist kein guter Zustand. Was haben wir zu besprechen? Heute war Grand Chess Tour. Chat ist Grand Chess Tour spannend? Ich weiß nicht so genau. Wir haben Magnus Carlsen dabei und trotzdem so richtig interessiert kann, wie es ausgeht, oder? Sind das hier Lichteffekte an meiner Hand oder ist es Dreck? Ich glaube, es sind Lichteffekte, ich bin nicht vollkommen sicher. Vielleicht auch eine Mischung aus Dreck. Ich hatte vorhin ein bisschen Sojasoßenpech. Sieht schon eher aus wie Dreck, ne? Schneiden wir alles raus. Und wie gesagt, hier. Kinder ins Bett bringen Pech. Frogger sagt, Inge war ein Star und du, Frogger, mein Ego ist schon angekratzt genug. Jetzt mach hier keinen Stress um die Uhrzeit. Was hast du denn gekocht? Ich habe wie immer Chicken Garlic Pepper. Wie viele Knöpfe dürfen meinem Hemd auf sein? Es sind noch zu wenig. Es sind noch zu wenig. Jetzt schon schlecht gelaunt. Es ging schnell. Ich war guten Mutes. Dann sowas. Vorsichtig dran lecken, bringt die Auflösung. Habt ihr recht? Kragen ist auch unordentlich. Der gehört so. Es ist so unordentlich, Kragen. Lubru, sag mal ein Dual-Stream mit Magnus, super Idee. Chat, Alter. Ich war guter Dinge. Ich war guter Dinge. Ich hab's im Guten versucht. Und dann war das heute schon wieder eine Salty-Sendung, das ohne Salzspray. Ich hab das so nicht gewollt, Chat. Ich hab das so nicht gewollt. Peschka 2. Endlich mal Katalanisch. Warum spielt das ganze Internet Katalanisch? Kann irgendjemand eine andere Öffnung als Katalanisch spielen? Wär das vielleicht möglich? Die 100.000. Partie mit dieser Stimme. So, jetzt verwechsel ich immer die Züge. B5, falsche Zugfolge. Ich glaube, man muss erst wegnehmen, oder? Chat, ihr wisst sowas. Weil sonst kommt erst A4. Läufer D2, also C6, AB, Läufer D2, Springer FD2, haben wir noch einmal Turmpech. Das wollen wir nicht. Ich glaube, so rum soll es gehen. Springer E5, kann ich jetzt hier wegnehmen. Sonst, ich bin ja ein Bauernbehalt-Typ. Turm A6 wäre so ein Bauernbehalt so. Oder ist das too much? Springer D5 wäre so ein normaler Zug. Ich muss das alles noch ein bisschen genauer einstudieren hier. Ich habe doch keine Zeit. Ich glaube, so sieht normal aus, oder? Nicht sicher, tatsächlich nicht sicher. Thomas 6 auch interessant. Was gibt's bei euch Neues? Ich habe vorhin YouTube-Kommentare gelesen, immer eine gute Idee. Da stand drin, die Leute sind genervt, dass ich immer mit dem Chat rede und mich dann wundere, dass ich so wenig Zeit habe. Chat ist ein Stream. Soll einfach nur die ganze Zeit hier sitzen und über die Stadt nachdenken. Vielleicht. Und dann stand auch drin, schon komisch, wie schlecht Jan ist. O-Ton. Finde ich auch komisch. Ey, tatsächlich. Es beschäftigt mich jeden Tag aufs Neue, wie schlecht ich bin hier beim Stream. Ich wäre gern besser. Ich wäre tatsächlich gern besser. Aber der Zahn der Zeit frisst sich rein.
So. Also YouTube, Alter. Schöne Grüße. Abonniert meinen fantastischen YouTube-Kanal Janistan TV. So. Wollen wir den Springer hier abtauschen? Oder wollen wir ihn verjagen? Das sind so die Möglichkeiten. Ich glaube, wir müssen ein paar Figuren rausbringen, oder? Springer D7 spricht was gegen. Schlägt, schlägt. Sollte okay sein. Wie geht besser als Gam? Nee, das stimmt schon. Ich spiele ja wirklich schlecht und das beschäftigt mich auch. Ich dachte auch wirklich, dass ich besser spielen würde. Auch nach all den Jahren noch. Und ich überlege, woran es liegt. Also ich glaube, es ist eine Kombination aus Alter, mangelnder Praxis gegen gute Gegner. Aber auch tatsächlich, dass ich nicht mehr so das Eröffnungsrepertoire habe, was ich früher hatte. Und ich würde absolut lügen, wenn ich sagen würde, ist mir egal, ist eine Show, ist ein Stream. Natürlich kann man es ein bisschen aufschieben, aber nicht nur. Und ist tatsächlich ein Thema, was mich nervt. Deshalb natürlich, wenn das jemand anspricht, dann piekst es rein in meine eh schon vorhandenen Insecurities. Und ihr wisst ja, die Wahrheit triggert immer am meisten. So. Hier spreche ich zurück. Jetzt steht auch gut, oder nicht? Jetzt kann ich aber eigene Figur irgendwo hinziehen. Was will er als nächstes? Wahrscheinlich B3 spielen. Sollte ich mich dagegen wehren? Ich könnte so mit Springer F6 oder so. Angreifer A6. So viele Möglichkeiten. Ja, aber so. Doof. Ernst, dieser, wenn du Selbstwertgefühl Boost brauchst, können wir gegeneinander spielen. Nee, alles gut. Es ist ja die Frage, die ich mir häufiger auch stelle, weil ich am liebsten tatsächlich ja immer mit dem Chat laber und so ein Schachbrett im Hintergrund habe, aber auch zu kompetitiv bin, dass mich mein scheißes Spiel nicht nerven würde. Ob die Lösung dann ist, einfach mehr so gegen Chat, so gegen Subs zu spielen, was auch immer. Aber ich spiele auch gerne, seit wir auf League Chess sind, hier spiele ich ja wieder mehr gegen stärkere Gegner. Es macht mir schon auch Spaß. Also ich muss irgendwie Le Balance finden. Vielleicht was ganz Verrücktes machen, ab und zu Offstream Schach spielen. Ah ne, das ist zu crazy. So, was geht hier ab? Ich soll wegnehmen, ne? Was sonst? Jetzt ist immer die Frage, nimmt man hier auch weg und dann läuft B5, so eine Stellung? Oder halte ich hier die Spannung? Ich glaube, ich vereinfache ein bisschen. So, ich habe einen Baum mehr, aber die sind ein bisschen wackelig hier. Ich weiß nicht, ob es schlau war, den Läufer herzugeben oder nicht. Aber.
Sache mit der Unterkunft bei der Olympiade hat sich geklärt. Wir haben Glück gehabt, wir haben wirklich Glück gehabt. Glaube ich, hoffe ich jedenfalls. Man soll den Tag nicht vor dem Zimmer loben, sage ich immer. Aber wir haben ein sehr einladend aussehendes Hotel. Dicht am Spielort, 6-7 Minuten Drive, was im Vergleich zu den halbe Stunde Drive, 40 Kilometer entfernt und so Sachen, die ich im Internet gelesen habe, glaube ich, ein sehr guter Deal ist. Also ich hoffe sehr, wir haben da Glück gehabt. Sekratons fragt, was war denn das gestern für ein Rap-Song in der Pinkelpause? Brainfuck Entertain? Das war Luna mit dem Smash-Hit Hinrunde 1. Luna, L-O-O-N-A, HR1, nur zu empfehlen. Featuring Spike natürlich. Macht euch keine Sorgen, dass wir wiederkommen. Tun wir 2. Sollen wir was Aktives machen, ne? Bevor hier noch was anbrennt, Chat. Nicht bei Lando Luna. Andere Luna. Er ist ein Skandal, dass Luna das Battle verloren hat. Du siehst broke aus, Mann. Such den Notausgang. So, Peschkatore. Du schlägst, ich schlag. Du hier. Ich so. Du weg. Ich schlag. Das sieht gut aus für mich. Droht ja erstmal kein Schlagen. Vielleicht erstmal A4. Soll Francesco sich entscheiden. Wohin des Weges? In die Ecke. Diese Richtung. Droht Turm C4? Ich glaube nicht doll. Ich soll da scheinbar einen König ein bisschen ranbringen, dass ich hier keinen Grundlinienpech habe später.
So, DC, Spritze 6. Dann Jump Around. Strutsch schlagen und Dame. Turm C3 Spieler, irgendwas, ich springe D4. Oder schlagen, Springer D4. Aber gleich Springer D4 sieht auch gut genug aus, oder? Schlese, danke dir für den Sub. Arelde checkt den Rap-Song aus der Pause nicht. Findest du geschmacklos, Arelde? Ist keine Parodie. So, jetzt habe ich Figur mehr. Das ist ja schon mal gut. Jetzt geht es jetzt richtig los, ne, Peschka? Danke für die Partie. Was hier im Chat los? Was ist los mit euch? Markiert ihr euch alle gegenseitig? Derby hat gerade kurz in Luna Hinrunde 1 reingehört. Hat dir gefallen, Derby? Dir gefallen, war hier, merkt man, ey. Ferdinand der Erste. Ferdi, Alter. Bei Lando war besser, ist andere Luna. Andere Luna. Der Vorrat sagt, gut, das aufgegeben hat. Wäre sehr unüblich, weil ich da auch Zeit verloren hätte, in der Tat. Der offene Brief ist schon hier fertig getippt, liegt in der Schreibtischschublade. Ferdinand. Ja, yeah, die alten Waffen. Seit 10 Jahren nichts Neues gelernt. Spotify-Playlist, ja, Musik kennen wir, Chat. Giacomatico, danke für den Sub. Chat, wenn ihr Prime habt, oder auch wenn ihr kein Prime habt, ihr subbt rein, wir brauchen ein bisschen Hype-Train. Ich bin schlecht gelaunt. Und man weiß, es weiß ja nun wirklich jeder, der beste Weg hier, den Hype-Train zum Laufen zu bringen, ist ein schlecht gelaunter. Alternder Streamer. Ich habe heute mit Laurent kommentiert. Es war ganz lustig. Ich weiß aber nicht, ob unsere Dynamik, ob die Leute das nervt. Weil wir uns, glaube ich, zu gut kennen, so dass viel so selbstreferenzieller Kram ist und nicht so viel irgendwie, ey, der Sprecher könnte auch da anziehen. Aber mir macht es immer Spaß. Mr. Durchblick, danke für den Prime Sub. Derby, danke auch dir für den Sub. Alex fand's cool, danke Alex. Ich weiß es ungelogen immer nicht. Also, ich würde es wahrscheinlich haten als Zuschauer, aber ich bin auch ein Hater. So, D5, was macht man hier? Wegnehmen oder Rochade? Rochade, DC, Springer E5, also katalanisch Hose. Aber zu kompliziert für mich, oder? Ich glaube, ich mach's so. Irgendjemand hat doch noch nicht so gespielt, oder? War das hier Mamedjarov Tari? Nee, war was anderes. Basti hat Spaß gehabt. Ey, freut mich, Basti.
Ich kann es echt nicht einschätzen. Laurent ist auch irgendwie ein witziger Typ einfach. Ja, finde ich auch. Manchmal, wenn er eine Stunde über irgendwas labert, dann denke ich mir immer, alter Lachs, sollte ich vielleicht unterbrechen und die Show wieder auf den Pfad der Tugend zurückbringen. Aber dann denke ich mir, ne? So läuft er raus. Mega, oder keine Lust. Ja, ich bin auch zwiegespalten. Ich weiß nicht genau. Ich glaube, die Schachwelt ist noch so ein bisschen punch drunk von Magnus' Entscheidung. Ich weiß nicht genau. What matters? Does anything still matter? Interessiert es uns, wie es ausgeht? Interessiert es uns nur so auf Meta-Ebene? Es ist alles sehr verwirrend. Stehe ich hier besser? Nicht so richtig, ne? Muss ja schnell was tun. Schlagen auf B7 schlagen ist lame. Springer B3 kann er auch schlagen. Auch ein bisschen lame. Turm B1. Es ist alles nicht die Welt. Stimmung im Twitch-Chat war heute besser als gewohnt. Ja, ich war auch überrascht. Wahrscheinlich, weil so wenig los war. Seht ihr, ich sehe immer das Negative. Das ist eine große Stärke von mir. Aber ne, ist mir auch aufgefallen. Sonst häufig sage ich ja auch irgendwann, also natürlich nicht hier Chat. Aber sonst häufig sage ich mir irgendwann auch beim auf Chess24 kommentieren immer, alter Twitch-Chat, lass mich in Frieden. Es zieht meine Laune zu sehr runter, wenn ich es hier weiter lese. Wir machen hinzu. Aber heute war es lustig, größtenteils. Morgen ist Lawrence Trent wieder back. Lottie, so sieht's aus. Lottie. Oh oh, 94% von Level 1 Hype Trainer, muss noch was gehen, Chat. 1 Minute 20. Wer hat den Sub? Wenn ich das Witzniveau unterschreiten, es wird nicht leicht. So, wie man hier war der Druck. Scheiße, erstmal Turm B1. Das Konstrukt, wie ich gerne sage, unter Druck behalten. Ferocity wieder am Start, um den Zug am Lauf zu halten. Dankeschön, Ferocity. Gandalf hier. So, Turm FC8, wie erhöhen wir Le Druc? Oui, Le Druc. Phil, dankeschön. Er kann nicht so viel ziehen, ne? Nimmst du Nerd, schmeiß eine Runde. Vielen Dank, nimmst du Nerd für die 5 Subs, das ist ja nett. Mal erstmal so. Ja, den Läufer restriktieren, das ist der Fachbegriff, restriktieren. Ich weiß es nicht. Amber Heards Gerichtsprozess wurde abgelehnt, das tut mir leid für Amber Heard. Ich weiß nicht, ich habe mich nicht intensiv mit dem ganzen Thema befasst. Amber Heard wirkte schon evil, aber ob Johnny Depp jetzt nett ist oder nicht nett, dazu bin ich nicht genug in der Thematik drin. Trotzdem, judgen wir natürlich erstmal. Judgen kann man ja. Hier weggehen. Wenn hier reingeschlagen werde, habe ich zur Not Turm B3. Greift die Dame an, Dame muss zurück, den Springer decken und dann Läufer D6, hatte ich gedacht. Und es droht auch so ein bisschen Läufer D6. Das waren meine weisen Gedanken. Dragon Rider! Danke für die 1000 Bits. Dankeschön.
Wisst ihr, was nimmst du Nerd für ein cooler Typ ist? Ich weiß auf jeden Fall. So, ich könnte hier wegnehmen und dann hier wegnehmen. Aber wäre das zu bescheiden? Geht da noch mehr? Dann gib das Leder mal her. Aufpassen, wenn ich Eltern und Trainern Fußballregeln erkläre. Das ist nicht so einfach, das Konstrukt hier zum Zusammenbruch zu bringen, ne? Ah, ich mache einfach irgendwelche Züge. H4 wahrscheinlich schlechter als noch, ehrlich gesagt, schlecht hier. Lösstruktur. Wäre ja auch hier hingehen sollen. Ja, hier den Baum wegnehmen können, schlagen und Turm B7, aber es war mir nicht genug so ungleichfarbige Läufer technisch. Das ist die Frage, ob das, was ich gemacht habe, besser ist. Wir werden es nie erfahren. Oder vielleicht am Ende der Partie. Chat, was gibt's für neue Beefs hier in Roos World? Der neue Star-Rapper Tornado? Hat Ärger mit Flair? A4, macht mir das Angst? Nicht wirklich Angst, ich hätte Dame G4 spielen sollen. Also so ein Schisse. Nicht befürchten zu müssen. Lauf los, kleiner C-Bauer. Bassi, Tornado 272 ist noch nicht auf dem Zettel. Ja, sehr guter Savage-Diss-Track auch. Ich geh mal hier hin, auf doof. Was mal eigentlich zur Verlängerung von Aiden? Naja, war nicht wirklich eine Verlängerung, ne? Die mussten ja matchen, um das Asset nicht zu verlieren. Phoenix hat das schon komisch gespielt, die Situation. So, jetzt liegt so ein bisschen Läufer B2 in der Luft, das habe ich hier den ganzen Zirkus gemacht, dass wir hier noch eine Zusatz-Avenue haben, um ihn ein bisschen zu ärgern. Meinst du, Phoenix ist Favorit? Glaube ich nicht, ich glaube es nicht. Chris Paul wieder ein bisschen älter, Aiden wird genervt sein, also ich glaube es nicht. E5 schreit ja nach Läufer hier rein. Ich weiß aber nicht, wer Favorit ist. Clippers, sagen die Leute, aber Kawhi spielt einfach so nur alle 3 Jahre mal, wenn er healthy ist, ne? Durant wird erstmal bleiben bei Brooklyn. Ich glaube nicht, dass sie ein Angebot kriegen, was sie verlocken. Oh, der Hype Train fällt weg. Level 4 haben wir, Chat. Geht da noch mehr? Dann gib die Subs mal her. Fonsi, Fonzarelli. Was ist albern? Macht ihr kommende Woche wieder das Fantasy-Game? Für ein Jahr, wie viel Kohle willst du für Luften rausballern? Wann müsste man casten? Ich habe keine Ahnung, wann das losgeht. Ich liebe Luften. Kay Lofton Jr. ist mein absoluter Lieblingsspieler, Chat. Ich weiß aber nicht, ich befürchte, er wird nicht viel Spielzeit in der NBA kriegen. Chillkröte, danke für den Sub. So, hier mal Störung ist überlegen. Aber wie machen wir weiter? Erstmal Dame ein bisschen dichter.
Es droht vieles. Jetzt droht hier langsam reinschlagen, dann Läufer E4 oder auch Turm B7. Klammer so Dame C8 probieren, dann kann ich mir den Bauern snaken. Manni, bist das du? Danke für den Sub. Und 13 Zert. Danke für die 100 Bits. Und damit D6, jetzt geht doch bestimmt irgendwas, oder? Snakeus, sieht schon nicht schlecht aus. Ich kann auch erstmal mit Läufer E4 hier ein paar Fragen stellen. Machen wir das, oder? Habemus Fessus. Ich will nicht wegnehmen einfach. Ich weiß nicht, ob das noch brutaler gegangen wäre, aber ich denke, ist gut genug. Ich glaube, noch brutaler kann das nur Brutus spielen. Jetzt haben wir zwei Bauern und Dominanz, das sollte normalerweise reichen. Läufer weg, Türmsche rein. Oh oh. GF oder EF? Können wir ihn freibauern? Ey, können wir ihn nicht, oder? No passpawn for you, sir. Und Ferdinand gibt sich geschlagen. Danke für die Partie, Ferdinand. Chat, Eskedira ist wieder da. Okto meint 8, obwohl es der 10. Monat ist. Verrückt, oder? Ey, das macht keinen Sinn. Da fragt man sich natürlich, wie viele Kinder die Okto-Mom gekriegt hat. Passive Hero. So, spielen wir hier. G3. E4. E4 ist irgendwie ein Ding bei den coolen Kids, oder? Michi Geser, wie sieht es aus? Vielleicht ein paar Partien gegen Zuschauer. Machen wir, Michi G. Ah, nicht gegen dich, oder? Oder gegen dich auch? DC. BC ist gängiger. Jetzt nehmen wir weg. Spielen wir jetzt E5 oder spielen wir jetzt nicht E5? Fragen über Fragen. Michi G sei natürlich gegen mich auch. Aber du bist nicht mal Sub, Michi G. Wenn, dann spielen wir gegen Subs, oder? Das ist nur fair, finde ich. So, das hier DC kenne ich tatsächlich nicht.
Sollte wahrscheinlich schlecht sein, aber warum? Ich versuche gerade irgendwie so zu rechnen, so E5, Springer E4, Läufer raus, schlägt A3. Ist das gut oder schlecht? So mittel. E5 fühlt sich prinzipiell an. Ich bin nicht so sicher. Was gibt's noch für Möglichkeiten? Läufer G5 kann ich spielen. E5, vielleicht Halle kriege ich C7. Läufer D3 ist normal Zug, kann auch E5. Ne, E5 fühlt sich schon richtig an. Ich weiß auch nicht, was im Schach bis los ist. Vom Feeling her muss es E5 sein. Sir Streuser, was bedeutet, dass es sich prinzipiell anfühlt? Fühlt sich richtig an. Es fühlt sich kritisch an. Mein Bär hat 8 Ecken, es ist ein Oktober. Ich weiß nicht, was das bedeutet. So, nutzen wir die Zeit zum Rechnen. Sprechen. Oh nein, Michi G, vielen Dank für den Sub. Oh, jetzt bin ich nicht schlecht. Sprech auf D7. Ach nee. So. So, den Bauern decken, Läufer oder Bauer? Wahrscheinlich Läufer, oder? Fühlt sich richtig an. Ich will es wissen. Nexible sagt, oh ja, bestimmt fühlt sich jetzt schlecht. Nee, Nexible, das war Teil meines Hustles. Hier, wieder 2 Euro gemacht. Ach, Nexible. So, Bau nach B6, das sollte doch besser sein für mich. Das muss doch besser sein. Türmsche hier rein, Läufer raus, irgendwie hier Raum gewinnen. Ich weiß nicht genau, welche Reihenfolge. Ich mach mal konservative Züge auf A2. Ich weiß nicht, so Engine sei bestimmt jeder Stellung H4, wie immer. Aber ich bin immer noch so ein bisschen oldschool, so Figuren rausbringen. Eskedira, was immer wichtig ist, wenn deine Frage nicht sofort beantwortet wird, du solltest sie häufiger stellen, aber vielleicht ein bisschen umformulieren jedes Mal. Das ist, glaube ich, die beste Lösung. Weil vielleicht warte ich einfach auf eine leicht abgeänderte Formulierung, um dann zu antworten. Guste der Zweite, sein Name bin neu hier. Einen wunderschönen guten Abend, Guste der Zweite, schön, dass du da bist. Warum gibt es nur die Fieder als Schachbund? Beim Boxen gibt es auch verschiedene. Gibt doch alle möglichen, oder nicht? Was macht hier Brain Games? Das Argon Schachverband? Einstein Group oder so? Gab es sowas nicht mal? ACP, PCA, GMA? Also da über mangelnde Verbände können wir uns im Schach wirklich nicht beschweren. Aber ich weiß nicht, wie viele von denen gerade am Start sind, ehrlich gesagt. Kann sein, dass wir gerade ein bisschen Ebbe haben. So, sie sieht logisch aus, oder? Läufer G5 lacht mich irgendwie auch an. Ah, nee. Wir gehen rein. Halle, dir sagt, sag mal, Jan, hast du Tipps, wie man sich im Endspiel verbessern kann? Vor allem Turm und Springer Läufer? Nö. Wann willst du dich im Endspiel verbessern? Wäre lieber gut in der Öffnung, Taktik,
Brauchst kein Endspiel. So, wie machen wir hier Fortschritte? Stellung ist nicht so viel besser, wie ich sie gerne hätte. Turm der 8 kommt halt. Es ist nicht die Welt. Sekraton, danke für den Sub. So, ich glaube, ich sollte ihn nicht auf D6 schlagen lassen. Turm D4, Königsspieler D3. Habe ich nicht so gut getimed. Vielleicht war H4 doch nicht so gut getimed. Na, muss ich durch. Cloud90, danke auch dir für den Sub. James Chalen sagt, guten Abend allerseits. Besprichst du hier auch die Partien der aktuellen Tour, Jan? Was ist die aktuelle Tour? Grand Chess Tour? Hat er schon den ganzen Tag kommentiert auf Englisch. Ich finde es nicht so spannend. Das ist die Wahrheit. Nicht Chess24 sagen. Ich weiß nicht, ich bin verwirrt. Ich finde es aber nicht so relevant, wer gewinnt. Das ist kein gutes Zeichen, oder? Ich bin verwirrt von der Schachwelt. Jetzt, wo Magnus nicht mehr um den WM-Titel kämpft. Ist uns das egal? Sagen wir, ey, solange er krass spielt, ist doch egal. Ist uns das nicht egal, weil wir irgendwie schon wollen, dass die Leute auch die harten Sachen machen? Ich weiß es nicht, ich blick nicht durch. A6. Ich habe nicht viel Vorteil, ne? Es ist leider die Wahrheit. Wenn überhaupt Vorteil. Ich laufe D5. Ist alles nix. Mal ein paar Pfeile. Ich weiß nicht, ob die Pfeile uns viel bringen werden. Oh ne, scheint es aber nicht so doll. Ist ja auch nichts Besseres, leider. F6, ah, das habe ich schon wieder nicht gesehen. Ohne solche Tricks, haben wir eigentlich gesagt. Aber okay, okay. Es ist okay. Jetzt muss ich aufpassen. F6 habe ich nicht gesehen. Auf F4, König D8. Kann schnell mal so ein Bauer weg sein, ne? Schlägt, 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 schlägt. Drecksspringer immer. Drecksspringer und ihr Rumgespringe. Auf F4 krieg ich der 8. Das ist auch unangenehm. Aber ich glaube, ich habe nichts Besseres. Ja. So, wohin mit dem Läufer? Hier. Alles nicht toll. Klaut einfach meinen Bauern. Gut. Muss ich durch. Jetzt kämpfen wir ums Remis-Chat. Mit dem Läuferpaar sollten die Remis-Chancen noch ganz intakt sein. Aber natürlich hatte ich mir das alles anders vorgestellt.
Ich laufe auf H5, stelle mit dem nicht. Ist er weg. Geht mal weg. Scheiße, soll er F5 spielen. Macht er nicht. Macht er wahrscheinlich gleich, ne? F5, von meiner Figur irgendwie so wenig zu machen hier. Kann er laufen, wenigstens ein bisschen was angreifen, vielleicht am guten Tag. Dahin oder dahin doch nicht. Hauptfeind sind wir immer Springergabeln. Und die Uhr. Einige Hauptfeinde hier. Solange ich schon noch halbwegs Remis ist, können wir immer Zeit ablaufen lassen und dann und seinen Gegner des unfairen Spiels bezichtigen, sollte er gewinnen. Will ich hier F3 spielen oder will ich nicht F3 spielen? Weiß ich auch nicht. Kann ich D4? Kann ich F4? Okay, hier ist die Springergabel. Immer auf die Gabelfelder gucken. Da war das Gabelfeld. Das Gabelfeld. Okay, 6 haben wir einen Schach. Sonst soll ich wahrscheinlich hier irgendwie versuchen, ein paar Bauern zu tauschen oder so. Ich stehe ja nicht wirklich besser. Also ich sollte nicht durchdrehen hier. Tinkan sagt, can I speak English? Yes, you can. Aber wir nicht, Digga. Was ist jetzt los, Passive Hero? Ziehst du aber nicht mehr? Vergeht zwei Elfen. Droht was? So, wo sind die Gabelfelder? Hier ist das Gabelfeld. Wo ist das Gabelfeld? Da wäre ein Gabelfeld.
Bisschen random, gebe ich zu. Die Zeit läuft. Ich wegnehme, weil ich C5 spiele. Oder nichts von alledem. Ich soll hauptsächlich Züge machen. Wahrscheinlich nicht diesen Zug, aber irgendwas. Hängt er nicht? Abstand 4 Chat, immer wichtig. Gabel fällt. Hey, eine Dame. Na, keine Zeit mehr gehabt am Ende. Ich bin zu langsam bei sowas. Aber, na, war eine spannende Partie. Ich bin nicht so sauer. Bisschen traurig. Aber zu langsam wäre zwischendurch. Ärgerlich. Walk Power, das habt ihr erst auf RBTV entdeckt letztens. Reef vs. Trillix von 2020. Mir ist aufgefallen, du nimmst einen Minischluck aus der Tasse. Das hat sich geändert. Denglish is safe, no Grauzone, Diggy. Ja, will ich mir verständlich. Wenn du zu Promi Big Brother gehen wirst, welche Promis willst du unbedingt dabei haben? Ey, ich glaube nicht, dass Promi Big Brother so meine Welt wäre. Cloud habe ich auch durch Rocket Beans kennengelernt, einfach ultra sympathisch. Das war die alte Zeit, als sie noch nett war. Als sie noch nicht gebrochen war. Kappa Kaida. Skid up. Schöne alte Stonewall mit vertauschten Farben. Das ist keine besonders gute Eröffnung. Heutzutage sagen die Engines sogar alle schon, oh, Mouse slipped, es tut mir leid, Kappa Kaida. Gibt keine Takebacks hier.
Vielleicht ist auch kein Mausgriff, vielleicht spielt er immer so. Das ist aber sein Style. Ihr habt keinen Style und das war's. Ich mag ja Läufer. Ich weiß nicht, ob das der weiße letzte Schluss ist, aber ich mag Läufer. Was soll ich euch sagen? Hier, bring du deinen König in Sicherheit. Ich mal installiere meinen Krakenläufer in der Zwischenzeit. Oh! Chat, ich habe nicht gesehen, dass der Springer diesen Läufer schlagen kann. Das ist kein gutes Zeichen. Ich glaube, nächste Partie gegen Michi G. Wenn ich sowas übersehe, dann ist es Zeit, gegen Michi G zu spielen. Ey. Note to self, Jan. Springer können zurückziehen. Frick. Ich habe einfach nicht gesehen, dass er hier hinziehen kann. Shocking. Die Partie zu verlieren würde mich tilten. Power of positive thinking, Chat. Immer gleich dran denken, wie sehr es einen tilten würde, diese Partie zu verlieren. Und es würde mich sehr tilten. Jetzt spielt er auch noch gut, ne? Jetzt spielt Francesco auf einmal auch noch ein paar gute Züge. Ich dagegen. Ah. How good was Maxi Bogues actually? Das weiß ich nicht. War der so gut? Oder war da auch viel Hype dabei? Viel Hype Train. Fetsche, tu mal was. Springer am Rand. Player 180, danke für den Sub. Schach. Ja, gesehen ist Schach. Stellen wir zurück, oder? Ein Schach macht noch keinen Sommer, sage ich immer. Kuckuck. Ich sag an, ich sag den Plan an. Darüber tilten, wie sehr man getiltet wäre, das ist eine sehr gute Strategie. So, diese Partie haben wir dank hervorragenden Spiels gewonnen. Michi G., was geht ab? Wo bist du? Michi G. hat nicht mal gechallenged.
Partie des Jahrhunderts, aber er ist nicht da. Hier, wir können ein paar Leute für Giannis dann annehmen. Chat, wen sollen wir annehmen? Discord, da kommt mal rein. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Michi Geser, bin auf League Chess. MGIDB, ja, ich bin auch auf League Chess. Giannisstan TV. Das musst du schon auf die Kette kriegen, das Challenge, ihr Michi G. Ich kann ja alles machen. Crazy Music stimmt für sich. Das ist nicht die echte Reefed. Hier, Crazy Music, du bist drin. Accept. Zack. Adulal, danke für den Sub. Michi G tut Großmeister Jan weh. Hier, da ist MGIDB. Okay, Michi G, Alter. Oh, Michi G ist ja gut. Hör zu, wenn Michi G redet. And now, time for Michi. Michi, Alter, du Monster. Da kann wirklich keiner rechnen. Ich dachte noch, Michi G ist bestimmt so ein zweites E5-Typ. Monka S-Chat. Habt ihr gesehen, wie meine Hand zum Springer ging? Aber dann dachte ich, hier komm, ne. YOLO. Deine Hände zählen schon vor Anfreuung. Meine erste. Michi, ich hätte gerne den Bauern. Ich sag's dir, wie es ist. Gönnst du mir? Nehme ich. Michi G, hast du es einstudiert? Hast du es alles einstudiert? Lieutenant Bjarne, danke für den Sub. Was muss ich hier machen? Hier wegnehmen? Michi G, wie geht es weiter? Was ist die Theorie? Bist du noch in der Theorie? Kann ich den wegnehmen? Ich habe ein bisschen Angst. Ich habe legit Angst jetzt, dass ich in 8 Zügen verliere, ehrlich gesagt. Irgendwie so läuft B4 Schach. Michi G haut eine Taktik raus. Und wir geben auf. Michi G, hast du eine Taktik? Ich muss irgendwie feige spielen. So. So sieht feige aus, oder? Durchatmen. Er hat mich studiert. Ich habe auch den Eindruck. Flame War ist Team Michi G. Heute sind wir alle Team Michi G. Selbst ich bin Team Michi G. Go, Michi. Soll ich den wegnehmen? Ich nehme weg, Michi. Ist okay? Darm schon mal runter. Dann kann ich ein bisschen durchatmen. Aber Michi, geh mal weiter Druck. Was er Michi G gemacht hat, weil er eine Legende geworden ist. Michi G war schon immer Legende. 2 VBT-Gewinner, aber nur eine Legende. H5. Was hast du vor, Michi? Ziehen? Ich zieh ein paar Figuren raus, wenn es okay ist für dich. Bestimmt heißt er gar nicht Michi G, sondern Michig. Das kann sein, ey. Michi G sagt, ich stehe gut. Ja, das ist auch sehr aggressiv gespielt, Michi G. Manchmal ist es so, wenn man hier alles auf eine Karte setzt und dann kommt die Karte nicht, dann kommt eine andere Karte. Bundled LP, hier reinsubben und dann hier mich unterstützen. Ich kann es nicht verübeln. Ich bin auch für mich.
Ich bin sowohl für mich als auch für Michi. Michi geht, Technik ist nicht meine Stärke. Ich habe ein bisschen Angst, dass du hier schnell G4 machst. Ich versuche das zu verhindern. Michi, geh oben an der Spree. Im Sommer tust du gut und im Winter tut's weh. Wofür meint ihr, steht das MG, also das MG vorne steht natürlich für Michi G, aber dann IDB im Deutschen Bundestag bis zu Bundestagsabgeordneter Michi G. Keule 1990. Danke für den Sub. Ich habe widerliche Träume von Schniesen, Mike und Keule. Internet Database könnte ja auch sein. MGIDB. Ich greife den Bauern an, Michi. Kenn ich nix. Michael Gerdes SPD meint ihr? Könnte sein. Gas, lieber Michi G. Schumacher. Ist F4 gut? Ey, Bauernzüge sind nicht so meine Stärke. Ich habe hier schon zugelassen, dass H5, H4 kam. Ich mache mir immer noch Sorgen, Michi G. Zum Glück hast du mir im zweiten Zug einen Bauern geschenkt. Davon zehre ich immer noch hier. Vielleicht ist das auch Michi, weil Michi schon vergeben war. Das kann auch sein, glaube ich nicht. Ich glaube, es ist der Michael Gerdes. Ich habe widerliche Träume. Keule hat eine Frage. 1300 auf Chess.com, sagen wir nix, in 10 plus 0. Okay, nun würde ich gerne Theorie und so weiter lernen. Spiele sie jetzt quasi nach Gefühl. Welche nächsten Schritte würdest du empfehlen? Buch, Videos spielen? Es ist die ewige Frage, Keule. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Mach, wie du Bock hast. Unsere kleine Schachschule auf meinem fantastischen YouTube-Kanal kann ich natürlich nur jedem ans Herz legen. Wärmstens. Aber sonst, Menschen sind verschieden. Manche sind eher so Buchtypen, andere sind eher so Spielen und dann den Analyseknopf drücken und dann gucken, was man da so macht. Dann gibt's noch die Pragmatiker, die sagen, ey, Schach, Alter, sau viel Arbeit. Ja, jetzt hier 3 Jahre investiere, vielleicht dann 1700 und dann fühle ich mich dann besser. Also, es gibt solche und solche. Michi G. hätte sich eine bessere Steuerung gewünscht. Da kann ich nur wirklich nichts für, Michi G. Das sind deine Entscheidungen, die dich hierher geführt haben. Angefangen von der Frage, Jan, spielst du auch gegen Zuschauer? Zum Reinsubben, zum Challengen, zum zweitens E5 spielen. Es ist eine Kette deiner Entscheidungen, die uns hierher gebracht hat. Also, den Schuh ziehe ich mir nicht an. Oh. Ah, Turm E7, Michi, ist noch nicht vorbei, aber die Bauern schwinden langsam. Es tut mir leid, Michi G. Stark gespielt. Aber natürlich eine sehr riskante Eröffnung. Eine sehr riskante Eröffnung. Wir gehen natürlich in die Analyse. Wir müssen in die Analyse. Hier,
Zweitens E5, siehst du hier? Schon Fehler. Den kann ich schlagen. Egal wie viel Albins Gegengambit DVDs du geguckt hast, Michi. Den Bauern sieht man so schnell nicht wieder. Hier, Springer B3, Springer G6. Dann gab es hier ein kleines Scharmützel. Aber du siehst, du kommst nicht mehr von dem Plus 1 weg hier seit Zug 2. Seit Zug 2. Läufer E6 war... Er macht mir das Leben ein bisschen zu einfach. Ne? Dann kommen wir hier, zack. Kommen wir in so ein Endspiel, was keinen Spaß macht. Also du siehst, die Zahl wird immer schlimmer. Abzug 2. Also meine Empfehlung, Michi, geh hier, zack. So, Bauern verteidigen. Oder von mir aus auch hier C6. So. Michi, geh. Jetzt musst du uns verraten, wofür MGIDB steht. Chessplaner sagt, moin, ja, meinst du, dass du hier ein Blitzranking wie bei Chess24 von 3100 schaffst, oder ist hier ein wenig realistischer? Ich glaube, hier ist ein bisschen härter. Ich glaube aber auch, dass ich hier bisher sehr, sehr schwach spiele, weil ich nur stream, weil ich ein bisschen rusty bin und so weiter. Ich denke, ich weiß nicht, ich werde jetzt nichts sagen und das dann nie erreichen. 3-1 ist schwer, aber ich denke, so wo ich rumdümpel, 2,57 bin ich auch noch sehr underrated. Also ich glaube, so, keine Ahnung, 2,58 soll ich schon haben hier. So nach dem Gefühl, aber man weiß es nicht. G ist der Nachname, IDB ist der Beste. Also dein Username ist Michi G und das Michi G steht für dich. IDB und das IDB steht für ist der Beste. Hm. Was sagen wir dazu, Chat? Kommt jetzt überraschend. Das hat niemand kommen sehen. Ich hätte gedacht, hier im Deutschen Bundestag ist wirklich deutlich wahrscheinlicher. So, Chat, wir brauchen mehr Challenges. Hat jemand vorhin erraten? Ich gehe, ist der Beste. Nice. Janni G, IDB, neuer Username. Bin ich jetzt der Beste? Wie funktioniert das? Ist das so Highlander-mäßig? Wenn man den Besten besiegt, ist man der Beste? JG, IDB, neuer New Name. Ist der Bescheidenste. Man kann ja der Beste und der Bescheidenste sein. Das kann ja für beides stehen. Friseur wie immer wieder fällig. Ich weiß, Knatterer Dong. Habe ich auch schon einstiegs zur Sendung gesagt. Trotzdem. Deutlich schlimmer, wenn ihr das sagt. Das will ich es sagen. 2,850 ist schon ein bisschen hochgegriffen. Wäre schon Top 5 auf Lead Chess. Ja, anscheinend das doch nicht. Vielleicht muss ich mich dran gewöhnen, dass die Zahlen nicht so hoch sind auf Lead Chess. Vielleicht wird das meine lebenden Selbstzweifel etwas einschränken. Ja, Chat, 2,753, ich bin super stark. Ich spiele gegen Doug Green. Gegen dich ist Albins nicht so gut. Michi G., es hat nichts mit mir zu tun. Du hast ja hier die Computereinschätzung gesehen. Da steht 0,9, weil der Bauer geschlagen wurde im zweiten Zug. Und das ging nicht mehr runter. Es hat nichts mit mir zu tun. Es war dein Bauer, den du daher geschenkt hast. Ich hatte heute so, ich muss zum Friseur im Moment, natürlich geduscht hatte und dann so schmalzig Haare hatte. Also es wird definitiv Zeit. Ich habe doch keine Zeit. Chat, ich habe was Dummes gemacht. Boah, das klingt ein bisschen sehr nach Werbung. Ich will eigentlich gar keine Werbung dafür machen. Aber ich habe was Dummes gemacht. Auf, wie heißt das, Aim Chess gibt's so eine neue Kategorie, dass die Leute Videos von dir bestellen können von großen Schachspielern und dafür bezahlen. Ich dachte, ich mache so Overprices, das kann er machen. Aber jetzt habe ich den ersten Request und ich habe keinen Bock und keine Zeit. Sehr dumm. Muss ich das heute Nacht noch machen? Ich weiß nicht, wie da die Deadlines sind, bis wann man liefern muss. Aber ich befürchte, ich muss es gleich noch machen. So, kann ich hier E6 spielen? Wir gehen rauf. Das musst du dir an Laurent weitergeben und ihm bezahlen. Ja, das merken die Leute da, weil ich es nicht selber mache, oder?
Klingt wie OnlyFans mit extra Schritten, ist genau wie OnlyFans, nur dass ich mir nicht nackig mache bei dem Video. Vorher noch zum Friseur, es wäre nur fair, aber ich glaube, ich muss es irgendwann später in Nacht machen. Ach, ja. Warte jetzt im Stream und dann klippen. Ich weiß nicht, es ist bestimmt die Idee, dass es irgendwie, keine Ahnung. Ist wahrscheinlich nicht die Idee, dass ich streame. Lass das Video von doch Eddie oder Nils machen, das wäre ein Mehrwert. Ich fahre einen roten Benz, dank Aim Chess. Ich glaube, ich bin jetzt Millionärin. So, hier gewinnen wir Qualität, oder? Kann ich hier reinlachsen? Ich sehe nicht, was dagegen spricht. Ich könnte auch irgendwie noch gemeiner spielen, vielleicht so. Sollen wir noch gemeiner spielen? YOLO? Soll ich aufhören, YOLO zu sagen, Chat? 1 für aufhören, YOLO zu sagen. 2 für keep it up. Wir drohen Schachmatt. Okay, YOLO, Chat. Ja, du musst die Partie Coolbuch-Style analysieren, aber es ist bestimmt weniger Anfragen. Ich glaube, es wird bei der einen Anfrage bleiben. Ich hoffe, die können Bewertung schreiben. So. Overpriced, very superficial analysis. Never again. YOLO, Alter. Twitcher ist immer pro-cringe. Ja, ich weiß. Ich weiß nicht, ob ihr immer meine besten Interessen im Sinn habt, Twitcher. Ah, ich glaube schon, oder? Kannst die Analyse on stream machen? Ich weiß nicht, ob ich das darf. Es gibt auch, ich muss da irgendeinen komischen Knopf drücken. Ich muss mich irgendwo einloggen. Ey, ist ja kompliziert aus. Warum habe ich eigentlich den Pfeil hier? Hier, ich kann zurückschlagen. Ey! Haben wir gesagt mit Zwischenschach? Chat? Hatten wir gesagt mit Zwischenschach? Ich weiß nicht genau, wie wir da verblieben waren. Wollen wir rechnen? So, so. Ganz egal wo. Hier schlagen. War ohne Zwischenschach, ne? Hatte ich nämlich auch so im Hinterkopf. Hey, gerade gegen Spieler, die deutlich älter sind, gegen verdiente Großmeister wie mich, finde ich, sollte man eigentlich ohne Zwischenschach machen. Ohne Zwischenschach machen. Aber gut, muss jeder selber wissen. Wenn du dich damit wohler fühlst, dann green, dann mach halt mit Zwischenschach. Bitte. Heute Abend wird ehrenlos. Was muss auf Aimchess gemacht werden? Partieranalyse, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich muss irgendeinen Knopf drücken, da in irgendeinem Backend und dann muss ich gucken. Ich will die Partie vorne analysieren, sonst fühle ich mich zu schlecht. Vielleicht kann ich sie vorher im Stream analysieren und dann das Video aufnehmen. Ich recherchiere das gleich mal. Wir können zusammen analysieren, Chat. Ich weiß nicht, ob das Sinn der Übung ist. Es gab bisher null Radio-Jan-Buchung. Okay. Ich will nicht, ich muss zur Olympiade, lass mich in Ruhe. Wie alt warst du, als du GM wurdest? Alt, alt, alt.
Aber ich hatte schon lange das Level. Ich hatte, ich glaube, so 2,5 Jahre, so 2,75, ohne GM zu werden. Ich glaube, ich war 24, 23. Also heutzutage hätte ich da schon 17 Mal die Schachkarriere beendet. Ich bin dann den Stream einfach per Handy ab. Merkt keiner. 22 hätte ich trippt. Ja, ich glaube, ich hatte so 2,5 hatte ich so mit 20 vielleicht. Aber es hat dann noch sich lange hingezogen. Und heutzutage mit 14 nicht GM ist es cringe. Nein, der Green! Nein! Fesselpech! Ah! Bist du jetzt besser als mit 24? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Also zahlenmäßig ist es ähnlich. Ich glaube, am stärksten war ich wahrscheinlich. Ich hatte so ganz kurze Phase, wo ich gut war. Ich glaube, so mit 29, 30. Da hatte ich kurze Phase, wo ich nicht gepokert habe. Da hatte ich mit Leko gearbeitet. Stand ganz gut im Saft und war noch nicht zu alt. Aber die Phase ging sehr schnell vorbei. Da habe ich angefangen hier mit Arbeiten und so. Ja, ich glaube, nee, mit 23, 24 war ich gut. Und mit 29, 30 war ich nochmal kurz gut. Aber ich hatte so kurze Phasen immer. Ich fail, sag, wieso wird man schlechter und nicht besser im Schach mit mehr Erfahrung und mehr Pattern Recognition? Ah, Partner Recognition. Weiß ich nicht, ich glaube, der geistige Verfall, Gedächtnis lässt nach ab 18, man wird langsamer, Motivation sinkt nach 30 Jahren, sich wieder mit den neuen Schachvarianten da draußen zu beschäftigen. Also, im Basketball wird man ja auch meistens nicht besser, also mit Ende 30, weil man mehr Pattern Recognition hat, wie der Ball ins Netz geht. Wisst ihr, wie ich meine? Ich bin älter als 30, Fonsi Fonsarelli. Ferocity sagt so, die 2 Wochen um die Geburtstage. Das Klischee gibt es, ne, dass man rund um den Geburtstag irgendwie irgendwie mehr Energie hat, ne? Hier komm, Michi G ist der Beste. Hör zu, wenn Michi G redet. And now, time for Michi. Ich habe jetzt schon ein bisschen Angst. Michi G hat das so schnell gespielt. So überzeugt. Ich habe Angst. Michi, tu mir nichts. Bin mit der Gesamtsituation zufrieden. A3 gefällt mir nicht. Dann kannst gleich B4 spielen, Michi. Marva, sag, wie findest du das Porträt über dich von Perlen vom Bodensee, auch im Hinblick auf die Olympiade? Habe ich nicht gesehen. So, nehme ich hier weg. Diesmal spielt Michi G auf Leistung. Gib mir keine Bauern. Gönnt einfach nicht. Michi G, Alter. Gönn mal. Nein! Michi G, ich muss ein bisschen den Atem anhalten hier, weil Lauf steht F6. Durchatmen. Michi G, Alter. Ich weiß nicht, ob du noch mal so dicht rankommst. Hör zu, wenn Michi G redet. Es wäre eventuell eine Figur weg gewesen. Michi? Wir haben über deine Bauern gesprochen.
Dann gib mir nicht wieder die Schuld. Oh. Die Luft ist dünn da oben. Schon bald greifen viele zu verdammt miesen Methoden. G6 oder H6? Ich weiß sowas nicht. Man nimmt halt immer irgendeinen und hofft, dass der richtige ist. Er kennt die Technik. Das ist einer, der ganz gerne drüber labert. Michi, nicht so schnell, spreche 2 spielen. Mann. Hör mal, Michi, hör mal. Hier, grüner Leguan, guter Username. Sind wir am Start. Michi, du hättest eine Figur gewinnen können. Lauf Schiff F6. Nach Lauf G4. Ey, ohne Primo haben wir gesagt, grüner Leguan. Cringe, Brudi. Michi G wird morgen gewinnen. Ich weiß nicht, ob es einen Morgen geben wird, Michi G. Komm, mach schnell G4. YOLO. Wie lange fliegst du nach Indien? Lange, lange, weil ich natürlich auch großer Teamplayer bin. Ich muss erst nach Frankfurt hier, dann die Mannschaft treffen. Und dann noch weiter. Also es wird dauern. So, warum gewinne ich hier nicht? Ich dachte, ich gewinne schon so langsam. Damit ist die 7 guter Zug vom Leguan. Das steht gar nicht so viel besser, ne? Menno. Das ist schade. Das ist wirklich ein bisschen schade. Ich dachte, ich gewinne schon und dann gewinne ich gar nicht. Zwanghaft sei, ich fliege auch nach Indien, lass mal treffen. Ja, machen wir zwanghaft. Komm vorbei. Welche Probleme den Fans am Flughafen haben, ist zu befürchten, ist zu befürchten. Privatchat nach Frankfurt, Easy-Chat. Nee, Zug nach Frankfurt-Chat. Hat jemand das Match von Judith Poirier gegen Magnus Carlsen gesehen, dass sie im Park während des Kandidatenturniers gespielt haben? Ja, crazy, crazy. Hat mich tierisch gefesselt. Privatzug. Vielleicht kriege ich einen Privatsitzplatz, wenn ich Glück habe. Ich habe gar nicht mehr so viel Zeit hier, ne?
Das ist schon viel, aber nicht mehr so viel. Grüner Leguan fightet hier. Typischer Leguan-Style. Sehr devot gespielt, aber dann sehr passiv-aggressiv fortgesetzt. Gefällt mir, grüner Leguan. Schön gespielt vom grünen Leguan. Sehr leguanische Partie. Hey Chat, das sind hier Cringe Challenges. Dann spielen wir gegen Aussie Westside. Sind wir endlich mal nominell überlegen. Morgan bekommen wir. Aussie, hast du es einstudiert? Wer dem Teamhotel exzessiv Promillepop gehört. Ich hoffe. Aussie Western war Master 1300 und spielt sie die beste Variante gegen Mora Gambit. Müssen wir Protest einlegen. Das Laser, wie ich abgehe, ne? Boah. Wer ist der beste GM-Freund? Ich weiß es nicht so genau. Wer ist mein bester GM-Freund? Etienne Gardet? Lass mich überlegen. Wen freue ich mich denn zu sehen bei Olympiade? Paco Vallejo ist tatsächlich, ist vielleicht Paco mein bester Game-Freund. Er ist sehr irre. Aber sind wir es nicht alle ein bisschen? Ich freue mich immer, Paco zu sehen. Ich weiß auch nie, wo er gerade war. Er wird erzählen hier, ja, ich war gerade ein halbes Jahr in Tansania. War ganz nice. Und dann wird er mir ein paar Verschwörungstheorien erzählen und übers Leben. Also Paco, auf jeden Fall ein guter Freund von mir. Laurent, ja, Laurent ist gleich auch mein Freund. Wobei mit Laurent habe ich wenig, wie sagt man, unbezahlte Zeit verbracht. Ich glaube, das ist der Fachbegriff. Mit Paco habe ich sehr viel unbezahlte Zeit verbracht. Also ich glaube so, von unbezahlte Zeit verbringen, ich habe echt viel bei Paco rumgehangen. Auf Malle. Ja doch, wahrscheinlich ist Paco mein bester Game-Freund. Wir haben viel in Thailand, wie man es so macht. Peter nicht, wer ist Fiedler? Ja, ähnlich. Also ich freue mich auch immer, Fiedler zu sehen. Ist auch immer nice, aber er ist eigentlich immer beruflich. Wobei, na, er wäre verletzt, wenn ich das sagen würde. Aber es stimmt schon. Also ich glaube, so privat habe ich echt mit Paco immer am meisten gemacht. Wobei, nee, Svidler, ne, stimmt nicht. Wir haben auch so ab und zu Kram gemacht. Svidler war mal bei mir zu Besuch. Er wollte Pokern lernen. Ich wollte damals gleich Schach lernen. Also haben wir irgendwie die ganze Zeit nichts gemacht. Ah, ne, stimmt. Ja, stimmt schon. Mit Svidler habe ich schon auch andere Sachen. Starke. Sonst, ich vergesse bestimmt, wer sind denn sonst meine guten GM-Freunde?
voll Laser, wie du abgehst. Michi G. natürlich. Svidler ist auch NBA-Fan. Svidler ist eher so Cricket, so ein bisschen Baseball, hauptsächlich Cricket. NBA, nö, ich glaube nicht im Speziellen. Also er mag da auch ein bisschen Allgemeinbildung so haben, aber nö, er ist kein spezieller NBA-Fan. Ossi Westside, du spielst gut hier übrigens. Wann bist du mal bei Lanz und Precht zu Gast? Jederzeit. Jederzeit. Markus, du hast meine Nummer. Ich habe mich da mal mit Jan Gustafsson drüber unterhalten. Das ist ein ganz interessanter Typ. Der ist Schachgroßmeister und Schachbundestrainer. Aber trotzdem ist er voll des Selbsthasses. Und er hat mir einmal gesagt, Markus, ich wäre auch lieber reich und berühmt wie du. Und das fand ich sehr interessant, dass auch der Schachgroßmeistertitel offenbar nicht zu Glückseligkeit führt. Und das macht natürlich was mit einem, wenn du jetzt einen der schlauesten Menschen, auf jeden Fall Deutschlands, der Welt kann man drüber streiten, weil da gibt's ja noch dich, Richard, aber einen der schlauesten Menschen Deutschlands hörst. Und der sagt dann, Markus, ich würde gerne mit einem Kasper, mit einem Fotografen, mit einem Reisenden, der jetzt Selfies von sich in Grönland macht, mit dem würde ich gerne tauschen, nur des Geldes wegen. Das bringt einen natürlich dann schon zum Nachdenken. Ja, Markus, das war sehr uninteressant. Können wir jetzt wieder über mich reden? Ich werde von den Medien gemobbt. Richard, wie kommst du darauf? Sie sind nicht alle meiner Meinung. BKS Barnelingser, du spielst gegen die Community, cool. Wie kann man denn mal gegen dich spielen? Ja, einfach challengen. Warum gewinne ich eigentlich nicht gegen die Community? Das sind die Fragen, die wir uns stellen müssen. Ossi Westside, du hast 1300. Das bricht mal zusammen, Alter. 1300 sind auch nicht mehr, was sie mal waren. Was rated ist. Ossi Westside spielt bisher, ich weiß nicht, besser als ich, aber auf jeden Fall nicht schlechter. Westside Bullet 14,35, Blitz 13,32. Sehr absolut ebenbürtiger Gegner. Ich habe Angst, Ossi. In der Folge heute wurde gesagt, dass Lanz noch nie in Uruguay war. Bestimmt war Angst da, dass er dann von Homer Simpson gemobbt wird. Hahaha. Uruguay. Die Folge heute habe ich noch nicht gehört, werde ich nacharbeiten. So, Not wegflanken, das ist der Plan, Chat. Das ist der Plan. Westside. Ich hoffe, Ossi Westside ist nicht älter als ich, weil dann würde man auf Zeit spielen hier natürlich. Dann wäre es sehr, sehr unfair. Starke Leistung von Ossi Westside. Und da lernen wir mal wieder draus, man soll ein Buch nicht anhand seiner Elo-Zahl bewerten. Can't judge a book by its rating, sage ich ja immer. Ja, Ossi, jetzt lässt du nach. Ja. One time. GG. D'Agostino. Danke, Chat, danke, Chat. Danke für das Lob. VTGD. 1500 Fragezeichen, das sind immer die gefährlichsten. Die sie extra für die Partie hier reingefuchst haben. Ah, okay, er gönnt mir einen Springer. Das ist ein Gandalf. Was ist das für eine komische Flagge rechts oben? Was, Catchy Smurf? Hast du die Flagge Janisans beleidigt? Also, wir lassen hier viel durchgehen in Janistan. Wir sind ein toleranter
wir sind wir sind weltoffen, aber du beleidigst nicht die Flagge. Absolute Frechheit. Catchy Smurf, was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Was gefällt dir nicht an der Flagge? Die Lachsfarben, der goldene Leguan, das im Wind wehende Schachbrett? Der Sprinter, sei ich habe einen Edel von 1400 gehabt und jetzt 2 Jahre später habe ich es durch unzählige Bücher geschafft, dass mein Schreibtisch nicht mehr wackelt. Da gratuliert der Sprinter. Wichtig ist, die Bücher nicht zu lesen, sondern immer neu zu kaufen. Weil häufig, wenn man die Bücher lange nicht gelesen hat, dann weiß man auch nicht, sind die überhaupt noch gut? Ist das Wissen drin veraltet? Dann lieber ein neues kaufen, das nicht lesen. Janistan, die Schachmethode. Kauf meinen Kurs. Pro Teil nur 75 Euro. Da erfahrt ihr noch weitere dieser Geheimnisse. The System. My System. Ich spiele auch maximal schlecht. Ich habe eine ganze Figur mehr. Sollte irgendwann helfen. Aber bisher hat VBT mich überspielt auf jeden Fall, seit er mir die Figur gegeben hat. Achso, den Chessable-Kurs könnt ihr auch kaufen. Ich meinte immer den Fake-Kurs über die Schachmethode, wo ihr in 700 Kapiteln erfahrt, warum der Großmeistertitel so glücklich macht. Aber da arbeiten wir noch dran. Real Ertugar sagt, Digi, wieso nur 720p eigentlich? Oh nein, haben wir wieder Auflösungspech? Chat, ihr müsst mich doch in HD sehen können. Manchmal skaliert dieses Programm runter. Es hat hier irgendwie sich auch aktualisiert. Stream. Ausgabe. Video. Tatsächlich, skaliert runter. Oh no. Absoluter Skandal. Ich weiß nicht, ob ich das während des Streams ändern kann. Aber ihr braucht mich hochauflösender Chat. Sehe ich absolut genauso. Absolute Frechheit. Eskaliert. It's been 7 days, the same clothes. Oh nein! VTGD spielt super und stellt dann alle 20 Züge eine Figur ein. Das ist die einzige Schwäche, die er hat. Wenn der Typ einen Helm auf hat, sehe ich aus wie Elmer Fudd. Hier ist ein Beauty-Kanal, natürlich. Janis Beauty Palace. Fonsi, warum Tasse immer in Hand? Fonsi, Alter, du stellst aber auch viele kritische Fragen. Lass mich doch einfach sein. Ich dachte, ihr seht die Tasse gar nicht bei 720p. Ist Fonsi neu? Kritische Fragen wollen wir nicht. Das wäre auch mal das Beste, wenn Magnus kritisiert wird, dass er häufig so seine Statements macht mit Freunden, mit Leuten, die keine kritischen Rückfragen stellen. Wer will dann irgendwie kritisiert werden, wenn man Statements macht? Fonsi ist morgen das erste Mal hier. Ja, okay, dann verstehe ich Fonsi. So, Chat, haben wir noch Challenges?
Hier, wir müssen das Level ein bisschen senken. Anatol! Hier, pass auf. Wir erklären jetzt alles, was Anatol falsch macht. Und wahrscheinlich müssen wir erklären alles, was ich falsch mache. Wenn wir ehrlich sind. Ephelia, danke für den Sub. Ich dachte schon hier, es kommen keine Subs mehr. Ich dachte, Schluss mit Subistan. Und dann hier kurz vor Mitternacht kommt Ephelia um die Ecke. Dankeschön. So, die Karokan-Verteidigung von Anatol finde ich gut. Ich würde neuen Spielern zu E5 oder Karokan tatsächlich raten. Karokan ein bisschen strategischer. E5 ein bisschen direkter. Real Ertugrul sagt, wieso, warum Lead Chess eigentlich mittlerweile? Ich hoffe, das ist keine kritische Frage. Doch, das ist eine kritische Frage, Real Ertugrul. Gefällt dir nicht? Wir können auch Chess24 mal wieder spielen. Ich bin da für alles offen. So, wir verteidigen die Bauern. 791 Subs, sehr enttäuschend. Wir knacken nicht mal die 800 Subs mehr. 1000 können wir nur von träumen. Wisst ihr noch damals, die gute alte Zeit mit Richman, als wir mal 1000 Subs hatten? Seitdem geht es nur noch bergab hier. Die Haare werden länger, die Subs werden kürzer. Speer F6, interessante Variante von Anatol. C3 ist der Hauptzug, soweit ich weiß. Läufer raus. Anatol hat 1000. Und bratzt hier einfach die Theorie raus. Ey, was ist aus meinem Schach geworden? 1050 Elo H5, hier, zuck, kann ich's los. Turm E8, was kostet die Welt? Diggi, du hast 1000. Nicht 3000. Wie soll ich denn einen Erklärbär machen, wenn ich hier schon wieder um mein Leben kämpfen muss? Dass alle mit Internet lernen können, ist nicht mehr dasselbe. Ja, wie soll man überhaupt eine Partie gewinnen? Ich bin einfach besser als ich. 1000 hat er. Also no disrespect an Tausender hier. Aber 1000. A5. Anatol, jetzt mal ohne Spaß. Was soll das? Achso, du hast 2-1-11 im Bullet und 1000 im Blitzen. So ein Sandbagger? Oder, also er spielt bisher perfekt, soweit ich es einschätzen kann. Das ist merkwürdig, Anatol. Was hast du deiner Verteidigung zu sagen? Der hat einfach noch keinen Blitz gespielt. War mal dann 1000. Hey, Multiverse Production, danke für die 5 Subs. Dankeschön. Spray 6. Ja, Chair ist bestimmt Magnus. Tierisch lustig. Mit 1050. Flipshot. Danke für den Sub. So, gibt's jetzt ein bisschen Milch hier, Anatol? Wäre auch nicht nett, wenn nicht. Ja, gönn mal Türmsche. Fünf Subs kosten in der Schweiz 30 Franken. Ey, dann weiß ich noch mehr zu schätzen. Multiverse Production. Andererseits für 30 Franken. Was kriegt man in der Schweiz für 30 Franken? Kriegst du einen Teller Nudeln dafür? Döner kriegt man, Teller Nudeln auch. Chat, die Promille-Pop-Karriere kommt so oder so.
arbeite hier seit ungefähr 70 Zügen an Läufer H7, gefolgt von Tom Schäf 8. Aber es dauert. Es dauert. Magnum, danke für den Sub. Und Ephelia 0, danke für die 5 Subs. Kommt hier noch Support zu später Stunde. Dankeschön. Ja, Anatol, zu stark gespielt. Ich weiß, das ist nicht nett. Viele finden das nicht korrekt. Ich will doch nur ein bisschen Chess. Und anders kriege ich sie nicht ans Brett. Gegen wen kann ich denn mal gewinnen? Wir müssen mal dieses Guess the Rating machen. Ich werde jedes Mal 2-7 guessen. Und die Antwort wird immer so 1400, 1600, 1050 sein. Ey, es ist mir zu verrückt. So, 804 Subs, dankeschön. Dann fehlen uns noch 192 zu unserem Goal, 1000 Subs, Chat. Rechnen können wir. Schon mal ernsthaft gegen Community verloren? Ey, für mich sind alle Gegner Community. Emi Michor, danke für den Sub. Wenn man dich nicht kennen würde, würde man meinen, du wärst stockbesoffen. Senator V. Ich weiß nicht, ob das ein Kompliment ist. Du meinst ja damit, dass man sich an meinen Wahnsinn gewöhnt. Ich glaube, das ist nicht nett. Ich weiß, das ist nicht nett. Und viele finden das nicht korrekt. Corona sagt, der ist doch besoffen, oder nicht? Das ist noch unhöflicher, Corona, weil ich ja offensichtlich gerade den Chat lese und mit ihm interagiere. Dann der dritten Person zu sagen, der ist doch besoffen, das ist schon, ja, das ist nicht mehr grenzwertig. Sag mal, frech. So, hier, jetzt sind Figuren raus. Wie heißt das Lied, was du in der Pinkelpause spielst, wo der Typ die Bass bittet? Das ist Luna, HR1. Ja, hat er recht, ist die Frage. Ne, Chad, ich trinke sehr wenig Alkohol. Wann habe ich das letzte Mal Alkohol getrunken? Bestimmt schon. Überlegen, in Madrid. Ja, wird inzwischen fast 3 Wochen her sein. Ich versuche halt, ich weiß, das merkt man mir nicht immer an, aber ich versuche auch zu unterhalten oder mich wenigstens mit euch zu unterhalten in meinem Twitch-Stream. Ich könnte auch wortlos hier sitzen und Züge machen. Aber das wäre, wobei, vielleicht wäre es besser. Man weiß es nicht genau. Aber es ist nicht mein Anspruch. In der Schweiz kostet die Teilnahme an einem Schachturnier 120 Franken. Na, Multiverse Production, dann sind die 30 Franken. Ja, das relativiert ihr hier. Aber trotzdem, vielen, vielen Dank. Schweiz, Alter. Aber wie funktioniert das in der Schweiz? Ihr verdient auch einfach alle viel Geld. Ne? Sonst geht das ja nicht auf die Rechnung. Oder sagt man hier einfach seinem Kanton, hier Steuern, nicht so Bock drauf. Gibt es auch so Systeme, oder? Dass man das verhandeln kann mit dem Kanton. Retroapfel, danke für den Sub. Kann ich den Baum schlagen? Talentzorn bisher spielt ungefähr so gut wie ich. Aber jetzt zeige ich morgen mehr. Ja, wir sind alle reich und zahlen keine Steuern. Das sind die Vorurteile, ne? Oh, ich bin echt mit Klischees überfrachtet. Ich war früher häufig in der Schweiz. Ich war in Kreuzlingen immer joggen. Ich habe in Konstanz gewohnt, im Paradies. Bin dann nach Kreuzlingen rüber gejoggt und hab mir hier die dicken Autos in der Schweiz angeguckt. Ist Kreuzlingen in Österreich? Das wäre peinlich. Nee, Kreuzlingen ist schon Schweiz. Das weiß ich. Das ist über die Grenze von Konstanz. Zack. Schon ist man in der Schweiz. Karl Schlag, danke für den Sub. Multiverse Production hat 6000 Franken. Ich weiß nicht, was das bedeutet.
Monatslohn, insgesamt, Subgeschenke, Karlschlag, vielen Dank. Dirk F. sah, wieso hast du im Paradies gewohnt? So heißt der Stadtteil in Konstanz. In der Mundbratstraße habe ich gewohnt. War schön, war schön. Multiverse Production sagt Monatslohn. Ja, das wäre in Deutschland. In Deutschland wäre es gut. In der Schweiz ist es. Steuern zahle ich 8.000 bis 9.000 pro Jahr. Das klingt wenig für 6.000 Monatslohn. Mein Beloser, wo wohnst du jetzt? Ich wohne in einem Keller. Wo der sich befindet genau, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber ist auch egal. Ich wohne in diesem Keller hier. Der Rest des Hauses wurde von der Familie übernommen. Arelde ist gegen die Mordandrohung in Lyrics von Musik. Hä? Warum das denn? Wenn du jemand lyrisch töten willst, wie machst du das dann ohne Mordandrohung? Das sind meine Lieblingsdiskussionen. Mit Section 9 oder Arelde über was darf Musik diskutieren. Nee, ich wohne in Hamburg. Karlschlag sagt, ich habe Glück. Karlschlag ist betrunken. Wir hier auch, wie immer. Bei Florentin will im Kleiderschrank. Wir wissen ja, dass Florentin will keinen Kleiderschrank hat. Man kann höchstens im Kleiderberg wohnen. Michi G. sagt, ach Jan, was ist jetzt los, Michi G.? Michi G. IDB. Was mit diesem ach Jan? Chat, Alter. Achso, vielleicht mal der ach Mann, das kann sein. Ach, Michi. Tach, Jan, das kann auch sein. Sehr tasse Umdrehung. Chat, ich trinke wirklich sehr, sehr wenig Alkohol. Das letzte Mal habe ich in Madrid was getrunken. Das ist 3 Wochen her. Kenne ich so Leute, die gar keinen Alkohol trinken, aber trotzdem immer komisch gelaunt sind. Und die dann von sich sagen, ey, ich bin einfach naturbreit. Ich hasse so einen Menschen. Und ich bin kurz davor, einer dieser Menschen zu sein. Ich bin einfach naturbreit. Geht mal weg. Matteo ist auch naturbreit. Trinkt Matteo keinen Alkohol? Ach so, 1,50 breit. Ah, verstehe, verstehe. Wie sind so Schach-After-Partys? Komm vorbei hier nach Indien. Bermuda-Party wird rocken. Ich bin nur zu berühmt, ist das Problem. Werd ja alles gefilmt. Bei Prominenz meines Kalibers kannst du ja nichts machen. Kannst ja kein Wässerchen trinken. Das ist ja am nächsten Tag alles hier im Internet. Lowlamp, buongiorno. Guten Tag, buenos dias, ey, buongiorno, Lowlamp. Was, ich hab gehört, es gibt ein Video von einer Rocket Beans Party. Das, wo Krane so nüchtern war?
Weiß ich nichts von. Ich habe mal ein Grußvideo an Zoon gemacht von so einer Rocket Beans Party. Das weiß ich. Hier 1015. Wer arbeitet uns runter? Sind Rocket Beans oder Schachpartys wilder? Tatsächlich Schachpartys, würde ich sagen. Rocket Beans Party sind eigentlich relativ zahm. Aber vielleicht bin ich auch nicht bei den harten Rocket Beans Partys. Ich glaube, jetzt irgendwann die Tage ist eine Rocket Beans Party. Ich habe keine Zeit, weil ich schon auf dem Weg nach Indien bin. Sehr schade. Ich wäre gern dabei. Ich glaube, 26. Adresse haben wir gleich im Chat. Ey, ohne so, ich hatte den E-Born schon in der Hand. Lolem sagt, wie stehst du zu Fried Chicken? Nicht so meins. Also New York ist natürlich eher so Teil der Culture. Es gibt ja bestimmt geilere Fried Chicken Läden. Aber so in Germany denke ich jetzt nicht. Da assoziiert man es ja eher mit KFC und da gehe ich nicht so hin, ne? Michi G. sagt, streamst du morgen? Weiß ich noch nicht, Michi G. Morgen ist ein langer Tag. Ich muss zum Friseur. Ich muss dieses Aim-Chess-Video machen. Oh, wobei, nee, das soll ich heute Nacht noch machen. Ne? Ich muss Sachen einkaufen. Ich habe nicht sehr viel Boxershorts. Für Indien habe ich festgestellt. Ich kann sie auch waschen, aber Boxershorts nicht neu kaufen, wäre auch ein bisschen cringe. Also ich habe viel zu tun morgen. Bist du bald wieder bei den Beans zu sehen? Fabian Krane@rocketbeans.de. Der hat mich gecancelt. Beschwerden geht bitte dahin. Die Getragenen immer verkauft. Ja, vielleicht ist das der Fehler. Kannst du vor Ort ja maßgeschneiderte Boxer kaufen? Ich dachte, die ganzen indischen Schneider wären in Thailand. Wie lange bin ich in Indien? Ziemlich lange. Fast 3 Wochen so gefühlt. 2,5. Michi G., vielleicht stream ich morgen Abend, aber ich spiele ja nicht gegen dich. Oder sollten wir einfach Chat? Sollen wir einfach die Partie des Tages gegen Michi G. machen? Vielleicht können wir das als neues Feature machen. Jetzt kommen wir zur Partie gegen Michi G. Hör zu, wenn Michi redet. Ist nicht eh zu warm für Boxershorts in Indien? Chat, ist es wärmer in Hamburg als in Indien. Kein Spaß. Weil ich nicht erkläre, was ich für Fehler machen. Ja, ich mache ja keine Fehler. Meine Zuschauer spielen alle perfekt. Hier vielleicht hätte Francesco sicherlich den Turm schlagen lassen. So im Nachhinein. Es ist bestimmt einstudiert. Es gibt bestimmt ein Eric Rosen Video zu dem Thema. Aber finde ich schon ein bisschen zu viel. Welches Zielanschreiben soll man anfangen, wenn man anfangen möchte, C5 zu spielen? Neidorf. Ey, du hast ja unauffällig meine Dame angegriffen. Dachte, ich passe nicht auf. Polar Bears, nicht mit mir. Michi G., macht ihr schon nach dem Stream-Day mit Ferocity? Ich war noch nie in Indien. Ich habe gemischte Sachen gehört. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, ein gutes Gefühl. Gerade jetzt vorher, ich weiß, unser Hotel ist in der Nähe. Schickes Hotel. Was soll schief gehen? Schönes Hotel am Strand, kurze Wege. Internet braucht man als Schachmensch. Sonst. Drescher sagt, irgendwelche aktuellen Buchempfehlungen. Wollte ich dich gerade fragen, Drescher. Ich habe nix. Ich kann auch was für die Reise bauen.
Ephelia sagt, soll Neid auf nicht super kompliziert sein. Ah, das wusste ich nicht, Ephelia 0. Dann nehme ich meine Empfehlung zurück und sag, spiel E6, A6 zum Anfang. Fide hat endlich Hotel Bescheid gesagt. Oder ich weiß nicht, ob Fide war oder All Indian Chess Federation. Nein, Ephelia. Nein, das ist gut. Und dieses kompliziert Ding, weiß ich nicht, was heißt. Die besten Varianten sind ja kompliziert. Ja, ihr wollt immer Sizilianer spielen. Ihr wollt irgendwie den ersten Zug kämpferisch, aber danach alles so leicht haben. Das beißt sich. S, das Schiff des Theseus, ist empfehlenswert. Ist das so ein hartes Begleitlektüre oder was? Was lese ich gerne? Ich weiß es nicht. Ich bin nicht stolz drauf. Ich habe selten die Muße zum Lesen. Und wenn, dann lese ich viel so, ja, nicht Schrott, also so krimmig Schrott. Nee, nicht Schrott, also so Scandi-Crime-Quatsch, so Hakan, Nessa, Henning Mankell, Jussi, Adler Olsen, wie sie alle heißen. Also so was, was ich so durchblättern kann. Stieg Larsson. Also ich lese wenig schlaue Sachen. Ab und zu habe ich so meine Phase, wo ich denke, okay, jetzt lese ich mal wieder was Schlaues und versuche dann hier Brüder Karamasow, habe ich mal gelesen vor nicht zu lange Zeit. Ab und zu denke ich mir, ja, ist schon schlaues Zeug, aber ich genieße es selten. Hesse lese ich ganz gerne. Steppenwolf ist ja feels a little too close to home manchmal. Also von den deutschen Classics. Hesse wie gut, Thomas Mann raff ich nicht. Ich bin relativ unbelesen. Viele Schachbücher gelesen. Von Schirra her, sowas lese ich auch so. So Sachen, wo man halt das Gehirn nur so halb einschalten muss. Und immer, keine Ahnung, eine Seite lesen kann. Schuld, Verbrechen, Sühne. Diese, ja, die lese ich auch alle mal, immer alle. So, Manfred sagt, mein Lieblingsroman ist der Schwan von Schätzing. Heilig gelesen. Kannst du empfehlen? Kannst du wahrscheinlich empfehlen, ist ja ein Lieblingsroman. Ne? Sithawk, danke für den Sub. Bringst du selber Schachbücher mit? Nee. Was ich überlegt habe, ob ich ein Schachbrett mitbringen sollte. Ist vielleicht keine schlechte Idee. Xlatschok sah, wusste ich doch, dass du noch streamst. Chat, gab's in den letzten 3 Wochen einen Tag, an dem ich nicht um 0.22 Uhr noch gestreamt habe? Wahrscheinlich gab's einen Tag, ne? Aber das ist nun wirklich keine Zeit hier in Janista. Michi Geser, mein Lieblingsbuch, wie spielt man Albins gegen Gambit? Ja, gut, dass du das gelesen hast, Michi. Was ist hier los? Drukom, bist du nicht da oder was? Schreib's in die Drukos. Druko wäre auch ein komisches Wort, so wie Kumitai. Schreib's gerne in die Kommis. Apropos Kommis, chat mein fantastischer YouTube-Kanal. Ist ein bisschen eingeschlafen, habe ich das Gefühl. Was muss ich tun? Schachschule wieder machen oder Partieanalysen oder so? Ich hatte wenig Zeit zuletzt. Und es wird nicht besser jetzt. Es gab immer noch kein 10K Special. Ja. Hättest du mal Lust, an Simultan gegen uns zu machen? Justus Petter, wir machen ja nun jeden zweiten Tag Simultan. Ein I am Dor Kardashian, hätte gerne Analysen, alles klar. Brauchst Best-of-Videos, haben wir doch. How to win chess online fast. Das Problem ist, zuletzt gab es nicht so viel Best-ofs. Also, ich glaube, ich war zuletzt ein bisschen zu einseitig hier, nur am Spielen und Labern. Wir haben ja hier im Discord viele weise Vorschläge vom Mehikel. Wenn ich wieder da bin, werdet ihr alles weginfluenced. Ich bin jetzt ja auch Influencer-Chat, wissen die wenigsten. Hör mal, Rudi, hör mal.
Kekulor, danke für den Sub. Der Algorithmus mag 90 Minuten Videos nicht so, ne? Ja, wir müssen kürzer werden. Das lustige Elo-Raten. Lowlamp, ich werde so bald nicht nach New York City kommen, glaube ich. So, Rudi. X ist doof, wie gesagt, vielleicht gibt es ja nicht so viele Bests. Bin ich als Beleidigung auffassen. Ist als Beleidigung aufgefasst, XX Dofi. Das im ersten Kommentar zu sagen, ist eine absolute Frechheit. Kannst du eine Reise nach Indien vloggen? Was ich rausfinden muss, ist, wie gehe ich in Indien ins Internet? Kann man sich da am Flughafen eine SIM-Card snaken oder sowas? In Thailand? Kaufen wir mal am Flughafen sofort eine SIM-Card. Chrome, danke Chat. Ihr seid wie immer eine große Hilfe. WLAN vom Hotel, ja klar, aber man will ja immer online sein. Ist ein Influencer. Hotel sagen, gönn mal WLAN, Alter. Ja, das auch, aber ich bin. SIM-Card am Flughafen, oder? Ed Bisa, hallo Meister, wieso spielen guten kein Französisch? Weiß ich nicht. Ich habe es meinem ersten Trainer versprochen. Ist kein Problem, heißt dort aber Internet. Okay, ist ein bisschen lustig. Auch alte Stromberg-Joke natürlich. Hier können Internet surfen. Ulf Steinke. Michi G. soll auch SIM-Karte kaufen. Alles klar, Michi, ich verlasse mich auf dich. Mach mal hier Zwischenzug. Roaming kaufen bei deinem Anbieter, das klingt teurer als deine SIM-Karte zu kaufen. Telekom regelt? Hast gerade, wir kommen ja nicht Delhi Airport an, wir kommen Chennai Airport. Aber Airtel. Meint ihr, Airtel hat auch so ein Special-Paket, was sie dann Airtel Plus nennen? Mein Airtel. Jo Cruz, danke für den Sub. Telefonzelle? Ja, ich will ja nicht telefonieren, ich will ja influencen. Neue Lanz und Prächtig noch nicht gehört, werden wir hier aufarbeiten. Und hier stehe ich besser wegen Bauernstruktur. Multiverse empfiehlt, eine SIM-Karte zu kaufen. Na, safe. Dafür gibt es eine App, die installierst du auf deinem Handy und dann kannst du zum Beispiel 10 GB Internet für 15 Euro kaufen. Beste. Wann brauche ich eine App? Ich brauche da nur die SIM-Karte normalerweise. Die neue Folge ist mal wieder ganz gut. Nice. Richard, ich wollte einmal mit dir über Müßiggang reden. Ja, Markus, das sollten wir einmal tun. Müßiggang ist ja nicht dasselbe wie Faulheit, ne? Das hat mir mal hier mein Freund Sisyphus gesagt. Kennst du Sisyphus? Habe ich hier auf meinen Reisen in die Unterwelt. Zwischen zwei Sendungen fahre ich ja sehr gerne mal in die Unterwelt. Und da habe ich mich mit Sisyphus unterhalten. Und der meinte zu mir, ich bin nicht faul, aber ich fröne gerne den Müßiggang. Und das fand ich sehr interessant, dass ein Sisyphus, der nun jeden Tag, ich weiß nicht, kennst du die Geschichte, ne? Ich habe mich da mal lange mit Ursula von der Leyen drüber unterhalten, dass Sisyphus ja jeden Tag diesen Stein den Berg hochschiebt und dann fällt er wieder runter. Und dass trotzdem ein Sisyphus sagt, dass er den Müßiggang
sehr zugewandt ist. Das fand ich sehr interessant. E-SIM-Karte. Meinst du, ich brauche eh eine SIM-Karte? So eigene Nummer, aber einen anderen Anbieter. Ey, ist mir zu kompliziert. Kann ich jetzt am Flughafen eine SIM-Karte kaufen oder nicht? Kein Handy, eSIM-Karte, keine Ahnung. Wo ist mein Handy? Ich habe ein iPhone. Pass auf, bei wem du die Karte kaufst. Bei Airtel kaufe ich. Hey Siri. Kannst du eSIM-Karte? Darauf habe ich keine Antwort. Gibt es etwas anderes, bei dem ich helfen kann? Hey Siri, ich brauche eine SIM-Karte für Indien. Wo kriege ich die her? Ich weiß nicht, was du mit... Hey Siri, ich brauche eine SIM-Karte für Indien. Wo kriege ich die her? Meinst, wenn du magst, kann ich eine Websuche starten? Nein, danke, Siri. Hey Siri, kann ich am Flughafen Chennai eine SIM-Karte kaufen? Sekunde. Eine Möglichkeit, die ich sehe, wäre Shanghai Hongqiao International Airport in Shanghai. Meinst du dieses Ergebnis? Nein, Siri. Ich meine, kann ich am Flughafen Chennai in Indien eine SIM-Karte kaufen, um im Internet in Indien zu surfen? Das habe ich gefunden. Das ist das Ergebnis meiner Websuche. Siri, Alter. Vermeiden Sie den Kauf von SIM-Karten an Flughäfen. Die sind nie ein gutes Geschäft. Das stimmt, das sind Teilen auch so. Im örtlichen Telefonanbieterladen kriegt man sie deutlich günstiger. Aber es ist halt praktisch am Flughafen. Gehen Sie in einen der Telefongeschäfte in der Stadt selbst. Bessere Bündel zu niedrigen Preisen. Das stimmt, aber ich habe ja keine Zeit, in Indien in die Stadt zu gefahren und irgendwie in Telefonläden mich rumzutreiben. Placebo hat vorhin gepennt. Naja, das ist der sogenannte Placebo-Effekt. Jetzt wäre ich am Start. Jetzt weiß ich ja, dass du kein Sub bist, Placebo. Das ist ja hier... So funktioniert das nicht. So funktioniert das Business nicht. Verpennen und dann sagen, hier, jetzt wäre ich am Start. So läuft es hier nicht. Outsource den Auftrag... an ein Inder oder so. Nee, da muss man sich selber drum kümmern, um seine SIM-Karte. So, letzte Schachpartie-Chat. Danach muss ich mich diesem fantastischen Video, was ich aufnehmen muss, widmen. Hey. Ich hab's zu tun. Okay, ich bin echt selbst schuld, Alter. Yeah, Pengwang, du Monster. Habt ihr den nationalischen Ausland Oliver Bierhoff? Haben wir. Der kann sich doch darum kümmern. Meine Erfahrung ist, Chat, um seine SIM-Karte sollte man sich selber kümmern. Wenn ich auf meinen Reisen eins gelernt habe, dann a man's gotta have his own SIM-Card.
Kann ich so spielen? Chris Rain, Dude. Placebo und Sub geschenkt. Das ist aber nett von dir, Chris Rain, Dude. Ich kann den Bauern schlagen, ne? Peng Weng, ich sag's dir nur. Alle Bauern sehen schlecht aus. Sie zu dissen nicht heikel. Wenn doch, dann nehme ich mir das Recht raus. Nee, komm, Placebo. Lass den Bauern nehmen. Earls, was geht ab? Gib einfach mal bei Google. Moment, Multiverse Production, du hast Google falsch geschrieben. Können wir dir trauen? ESIM-Karte ein und lade die App runter, die es dir anzeigt. Ich check das gleich mal ab. Glaub mir, du wirst nie wieder eine SIM-Karte kaufen und immer das verwenden. Ist super einfach und super günstig. Das sage ich als Schweizer. Was heißt für dich als Schweizer super günstig? Taui im Monat? Okay, ich hör auf mit den Schweizer Klischees. Ich guck mir das an, Multiverse Production. Ich weiß tatsächlich nicht, was es ist. Danke für den Tipp. Eigentlich, ich fahre immer nur nach Thailand. Ich habe die Situation immer nur in Thailand da. Kaufe ich mir entweder, weil ich faul bin am Flughafen, eine SIM-Karte. Das ist ein bisschen teurer, aber es geht auch. Und dann habe ich 30 Tage schnelles Internet für, keine Ahnung, 30 Euro oder so. Oder ich bin fleißig und gehe vor Ort in den nächsten Telefonladen, den ich finden kann. Dann kriege ich mir für 10 Euro schnelles Internet. Roggenmensch hat einen Vorschlag. Was würdest du davon halten? Schachschule mit der Community oder mit anderen Streamern? Vielleicht 15, 10 spielen. Beim Spielen erklären, was Richtung und falsch gemacht wird. Warum ein Zug gut ist und Co. Roggenmensch, das wäre eine fantastische Idee. Bin ich bisher noch nicht drauf gekommen. Finde ich super. Danke für den Tipp. Also du meinst Schachzüge machen und dabei sagen, welcher Zug gut ist und welcher schlecht, so aus meiner Sicht. Finde ich nicht schlecht. Manchmal verquatsche ich mich ein bisschen mit Chat. Aber wir können das auf jeden Fall probieren. Es kann eigentlich sein, es kann schnell sein, dass wir dann abschweifen. Das ist immer so meine Schwäche. Sollte ich es denn nicht jeder Schachbund sein? Ich habe 15 Euro für eine SIM-Karte, Chat. Ich muss nur gucken, wie ich die kriege. Das Wichtige ist ja immer da, nicht viel Stress mit zu haben und schnell online zu sein. Witflex, ich weiß. Aber ihr wisst, wie ich meine. Man will das problemlos schnell erledigt haben. Ich bin bereit, das selber zu zahlen. Die Air Baltic Card. Ich muss hier gleich mal die ESIM Card googeln. Jokin sagt, habe ich damals auch über die Kooperation mit Kamlan entdeckt. War doch ein gutes Format. Weiß ich nicht, Kamlan, da redet man gegen eine Wand. Man redet gegen eine Wand beim Kamlan. Und sagt ihm, das hier ist ein guter Zug. Ja, bam, YOLO, hier, wir hauen die Figur rein. Also, ich glaube, das hat keine Zukunft. Spaß, liebe Grüße. Moose Collins, aber bei Thailand denke ich immer an Bud Spencer und Terence Hill. Ja, das ist die Assoziation, die alle Leute immer sofort mit Thailand haben. Roggenmensch, warum der Zug gut ist, wie der Zug das Spiel kontrolliert, warum es gerade wichtig ist, den Bereich zu kontrollieren, was Ideen des Spiels der Öffnung sein können. Also meinst du so ein bisschen so, dass ich dann auch so erkläre,
So ein bisschen so, was die Strategien hinter dem Zug sind. So hier Springer schlägt F7 zu übersehen, weil Fesselung ist mir nicht eingefallen. Aber jetzt tun wir so, als sei es alles Teil des Plans, spielen Turm E8, um Springer E5 zu verhindern und sagen dann hier, der Springer ist gefangen und das habe ich großmeisterlich von langer Hand geplant und jetzt gibt es für den Springer keine Rettung mehr. Dann ziehe ich den König aus dem Weg, um den Turm zu entfesseln und dann schlage ich den Springer als nächstes. Meinst du so ungefähr? Ich wollte ein paar Beispiele. Roggenmensch. Apropos nicht so guter Zug, ich sitze gerade im Zug nach Karlsruhe. Roaming-Tarife ist ein Scam. Ne, Roaming-Tarife können wir nicht machen. 15 Euro, das sind 30 Mark. Das sind 800 Franken. So, Roggenmensch, was muss ich jetzt machen? Also ich würde jetzt den König zur Seite ziehen. Pass auf, Folgendes. Dieser Turm war ja gefesselt von der Dame. Ist ein typisches Strategem, die Fesselung. Deshalb geht der König aus dem Weg, sodass der Turm nicht mehr gefesselt ist. Also der Turm ist jetzt mobil. Also der Turm kann jetzt einige mobile Daten hier erfassen. Wie zum Beispiel, dass dieser Springer ungedeckt dasteht. Und weiß er jetzt das Problem. Weiß, würde den Springer gerne wegziehen. Aber wenn er hier hinzieht, zack, wird er geschlagen. Wenn er hier hinzieht, zack, wird er geschlagen. Wenn er hier hinzieht, zack, wird er geschlagen. Wenn er hier hinzieht, zack, geschlagen. Hierhin, zack, geschlagen. Hierhin, zack, geschlagen. Also der Springer kann nirgends hin. Das heißt, Weiß könnte versuchen, den Springer zu decken. Aber wenn er das tut, zack, die Dame geschlagen. Deshalb versucht der Springer E5 und hofft, dass ich ihn nicht sehe, dass ich ihn zack schlagen kann. Aber ich zack schlag ihn. Und zack ist der Springer weg. Jetzt spielt der Springer nach A4, um mit dem Läufer den Angriff auf den Turm hier freizulegen. Typische Strategie ist dann, den Turm wegzuziehen. Zack, Turm weg. Braucht man in Indien nicht einen Bürgen für eine SIM-Karte? Ja, ich habe keinen Bürgen. Roggenmensch ist zufrieden, so, alles klar. Hier Turm nach H5, attackiert die Dame. Hotel Bürg bestimmt. Was kennt ihr denn für Bürgen? Bürgen Lars Dietrich? Die Mädchenmillionär? So, meine Strategie wäre jetzt hier, mir die Dame nicht schlagen zu lassen. Wollen wir ein bisschen aggressiv spielen? Roggenmensch. Bürgen King. Wutbürgen. Hier, Bauer vor. Hat diverse Ideen. Legt den Blick der Dame Richtung G2 frei. Es droht natürlich hier ein Schach, da ein Schach. Und wichtig, es räumt auch das zentrale Feld E4 für den Springer. Was viele nicht wissen, Springer in der Mitte sind sehr stark, denn aus der Mitte kontrolliert ein Springerfinger. Sehr, sehr viele Felder. Kaum wie viele, aber hier, ihr seht schon, an dieser Sonne sehr, sehr viele. Deshalb ist häufig eine gute Idee, Springer zu zentrieren, um die Stellung des Gegners zu penetrieren. Hier, Springer in die Mitte, gibt der Dame Tritte. Jetzt können wir uns überlegen, wo kann die Dame hin? Kann ich hier hin? Zack, geschlagen. 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 Kann ich hier hin? Du weißt. Also, einziges Feld für die Dame hier. Und wenn die Dame erstmal hier ist, können wir uns jetzt überlegen, können wir die Dame vielleicht auch hier belästigen? Denn wenn die Dame einen Helm auf hat, dann sieht sie aus wie Elmer Fudd. Wir könnten jetzt zum Beispiel hier Folgendes machen. Pass auf. Wir überlegen das zusammen. Wir machen hier zack, schlagen. Dame ist angegriffen. Dame könnte jetzt hier den weiten Weg Richtung Turm zurücklegen. Weißt du, wie ich meine? Könnte den Turm schlagen. Aber dann sagen wir uns, Turmpech müssen wir durch. Beim Schach geht es um den König. Der König hat jetzt nicht viel Felder. Hier, diese Felder werden ihm genommen. Dieses Feld wird ihm genommen. Also muss er hier hin. Und jetzt können wir ihm sein letztes Feld nehmen. Schachmatt! War das ein Plot-Twist? Eben ging es um die Dame. Und zack! Dame. Zack! König. Zack! Schachmatt.
Es ist magisch, das Schachspiel. Roggenmensch, ich hoffe, da ist ein bisschen was hängen geblieben. So wie hier der König. Wie hast gerade was für Peng Wang? Absoluter Skandal. Ne, Peng Wang ist nett. Peng Wang moderiert hier immer. Alles weg. Roggenmensch schon weg? Also Turm auf einen Matt setzen. Wie lernt man solche Taktiken zu sehen? Du musst sein wie ein Honigdachs. Zack. Du musst nach links gucken, dann zack, nach rechts gucken. Also du brauchst die Board Vision. Du brauchst so Tunnelblick, aber diagonal. Seittunnelblick. Weißt du, wie ich meine? Du darfst nicht nur nach links gucken, nicht nur nach rechts, aber auch nicht nur geradeaus. Also du brauchst so eine Art Scheuklappen, aber die dir auch erlauben, nach links und rechts zu sehen. Ich weiß nicht, ob ich das gut erkläre. Also du brauchst so 360 Grad Tunnelblick, aber nicht nach hinten, nie nach hinten gucken. Also eher so 270 Grad Blick. Weißt du, wie ich meine? Also zack, dann zack. Und hier schon ist Schachmatt. Hier, wir müssen noch eine Partie spielen für Roggenmensch. Hier, Drukom, das ist einer von meinen Subs. Pass auf, Roggenmensch. Hier, Bauer nach E4, besetzt die Mitte. Wichtig ist jetzt, auch die Mitte zu besetzen. Denn, ich weiß nicht, es wissen nicht viele, aber aus der Mitte entspringt ein Fluss. Spanier F3 greift den Bauern an. Jetzt könnte man ihn verteidigen. Oder zum Gegenangriff übergehen. Habe ich falsch rumgemalt, den Fall. Wir verteidigen ihn mal. Läufer geht raus. Können wir hier zum Gegenangriff übergehen, wie wir es eben gemacht haben. Oder wir könnten unseren Läufer rausziehen. Das sind so die Möglichkeiten. Bauer nach B4, sehr aggressiv, das Evans Gambit schlagen. Jetzt muss der Läufer weg. Gehen wir weg. Besser hierhin als hierhin, denn hier könnte der Läufer wieder attackiert werden. Auf einer A3 verhindert die Rochade-Schokolade, aber wir können unseren Bauern in den Weg stellen. Und dann eines fernen Tages noch von der Rochade-Schokolade träumen. Weißt du, wie ich meine? Ich habe mir dabei gedacht, der Läufer hier nervt. Ich verstehe ihm den Weg. Bauer nach D4 hat er sich bei gedacht, er macht den Weg frei für den Läufer. Ich habe mir dann dabei gedacht, ich ziehe den Springer raus auf doof. Jetzt wird er sich dabei gedacht haben, er rochiert und wenn ich auch rochiere, schlägt er meinen Bauern. Ich habe mir dann dabei gedacht, okay, ich rochiere und wenn er meinen Bauern schlägt, schlage ich seinen Bauern. Jetzt wird er sich dabei gedacht haben, ich schlage seinen Bauern, dann schlägt er meinen Bauern, dann gehe ich mit der Dame in die Mitte und greife seinen Springer an. Dann wird ich mir dabei gedacht haben, dann geht er mit der Dame in die Mitte, greift meinen Springer an, dann schlage ich seinen Bauern. Jetzt wird er sich dabei gedacht haben, oh shit, Speerschlicht C3 habe ich nicht gesehen. Dann mache ich aus der Not eine Tugend, schlage hier und versuche in einem wilden Opferangriff den janistanischen König zu erwischen. Aber es wird nicht klappen. Also ungefähr so kann man sich das merken. Wichtig ist, zu sein wie ein Honigdachs, der lange Zeit mit einem Leguan zusammengewohnt hat. Also ihr wollt eine gewisse Grundaggressivität euch nicht nehmen lassen, aber ihr dürft auch nicht das leguanische Element vernachlässigen. Versteht ihr? Also man muss links können, wie ein Honigdachs, aber man muss auch rechts, wie ein Leguan. Hier, zack, Honigdachs. Wir greifen den Bauern an. Oh no, my rook, Leguan. Mein Springer. Zack, Läufer. Zack, Honigdachs. Oh no, my rook, Leguan. Also es ist wichtig, da das Ying und das Yang nichts vernachlässigen. Zack, Honigdachs. Zack, Leguan. Zack, Honigdachs. Zack, Leguan. Versteht ihr? Also es ist das ganze Schachspiel ist ein Fluss. Zack, Honigdachs. Zack, Leguan. Oh nein, die Dame. Zack, Honigdachs.
zack, Lego an. Wisst ihr, wie ich meine? Zack. Lego. Deedle Dizer, naja, gegen den Fetzhunder ist ja easy. Deedle Dye. Es ist, er hat 1433. Du verletzt meine Gefühle und Drukoms Gefühle. Aber es stimmt. Häufig ist im Schach zu gewinnen schwieriger, desto besser, je besser der Gegner ist. Das ist auch meine Erfahrung. Je stärker der Gegner ist, desto schwieriger ist es zu gewinnen. Also ist es daher umso wichtiger, dass man die Honigdachs-Leguan-Theorie gut verinnerlicht. Denn wenn der Gegner ebenfalls den Honigdachs-Leguan-Move drauf hat, dann ist es natürlich manchmal nicht genug, nur ein Honigdachs zu sein, sondern du musst auch zack, schnell ein Leguan sein können. Verstehst du, wie ich meine? Zack. Honigdachs. Roggenmensch, was würdest du jetzt machen? Würdest du hier schlagen? Das wäre der Honigdachs-Move, weil der Bauer kann da nicht gestoppt werden. Der Leguan würde sagen, oh nein, der Springer ist für dich da beim König. Also das ist halt dieses ewige Abwägen zwischen dem inneren Honigdachs und dem inneren Leguan. Was Schach so schwierig macht. Zack, Honigdachs. Es reicht nicht, nur ein Honigdachs zu sein. Also, wer seine leguanische Seite vernachlässigt, der wird im Schach ganz schnell baden gehen. Druck kommen. So, der Rest ist relativ selbsterklärend. Jetzt, in so einer Situation, ist es wichtig, alle feindlichen Bauern zu schlagen, weil ich verliere gerne auf Zeit. Und wenn ich in der Zwischenzeit auf Zeit verliere, ist es wichtig, dass der Gegner keine Bauern mehr hat, weil dann schaffen wir Remis. Und dann, wenn der offene Brief von Wladimir Kramnik kommt, haben wir den halben Punkt schon in der Tasche. Wisst ihr, wie ich meine? So, Roggenmensch, ich hoffe, das hat dir ein bisschen geholfen. Placebo, du hast nicht selber gesubbt, das wurde dir geschenkt. Denk nicht, dass ich hier keine Buchliste habe über zack, Honigdachs, zack, Leguan. Also, solange sie das zack merkt, dann kann man hier gegen 1400 gewinnen. Placebo sagt, dafür lasse ich gerne subben, so nämlich. Chris Rain Dude sagt, pfff. Roggenmensch sagt, ja, war sehr beeindruckend, wie dein eigenes Spiel kommentierst und analysierst. Danke, Roggenmensch. Schön, dass dir gefallen hat. Vollkommen zusammenhangslos. Wenn ihr Amazon Prime habt, Chat, könnt ihr es mit eurem Twitch verknüpfen und damit diesen fantastischen Kanal unterstützen. Wenn ihr kein Amazon Prime habt, könnt ihr diesen fantastischen Kanal trotzdem unterstützen. Ansonsten abonniert meinen fantastischen YouTube-Kanal. Denn er stagniert ein bisschen. YouTube stagniert. Und wir wollen doch die Weltherrschaft übernehmen. Wie kann ein Leguan mehr zum Honigdachs werden? Das ist in der Tat schwierig. Aber auch für den Honigdachs ist es nicht leicht, den inneren Leguan zu embracen. Viele Leute sind sehr polarisiert. Entweder Richtung Honigdachs oder Richtung Leguan. Und diese beiden Seiten miteinander in Einklang zu bringen, ist die große Challenge. Ich glaube, es ist mehr kostenfrei, Lola. So, wir spielen eine Runde Chessel. Ihr wisst. Hey, Universal, vielen Dank für den Raid. So spät am Abend, herzlich willkommen. Die Juli-Gang, direkt vom Rastplatz hier am Start. Mein Name ist Jan Gustafsson. Wir sind gerade fertig mit dem Schachteil des heutigen Abends. Wobei, das hier ist noch so ein bisschen Schach, ne?
Chat, das hier ist unglaublich spannend. Passt auf. Ihr kennt wahrscheinlich Wordle. Das hier ist wie Wordle, nur mit Schach. Das ist eigentlich Magie. Wir machen nämlich 5 Schachzüge. Und hoffen dann, die richtige Schachzugsequenz anhand der Informationen, die wir gleich kriegen werden, erraten zu können. Wenn einer dieser Züge richtig ist, wird er gelb aufleuchten. Wenn er am falschen Ort ist, aber in den ersten 5 Zügen ist. Wenn er am richtigen Ort ist, dann wird er grün aufleuchten. Submit. Hier, E4 war richtig, D4, D5 war richtig. C5 ist nicht drin, C4 ist nicht drin, Springer C3 ist drin, E5 ist nicht drin. Was lernen wir da draus? Zweiter Zug D4, D5, also wahrscheinlich Karo Kann. Die sogenannte Karo Kann-Verteidigung. D4, D5. E5 ist nicht drin, C4 ist nicht drin. Also wahrscheinlich Springer nach C3. D schlägt E4. Springer schlägt E4. Und jetzt die Frage, ob Springer F6 oder Läufer F5. Aber die Modevariante ist Springer F6. Springer schlägt F6, E schlägt F6. Also probieren wir das zuerst. Und wenn das nicht stimmen sollte, versuchen wir hier Läufer F5. Ah, seht ihr? War nicht Springer F6. Chessel, du Monster. Falls ihr euch jetzt fragt, wie hast du denn so schnell alles andere ausschließen können? Weil ich ein krasser Typ bin. Steppenwurzel, vielen Dank für den Sub. Also es ist im Prinzip wie Wordle, nur weil ich krass in Schacheröffnung bin, ist es leichter für mich als Wordle. Im Springer F6 war das schon vorher falsch, dann hätte ich es im zweiten Versuch eigentlich schaffen können. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, Chase, lass mich hier ein bisschen angehen. Wir versuchen hier die Leute, die von Universal noch da sind, mit unserem Genie zu beeindrucken. Nicht euch Schachnerds hier, die sagen, Springer F6 war hier schon falsch, du Vollidiot. Ja, ihr habt recht. Hätte ich im zweiten machen können. Läufer F5. Aber ihr wisst ja, 270 Grad Tunnelblick. Grindolo, danke für den Sub. Chessel ist einfach für Lego, ne? Krasser Typ auf deinem Pass. Leider nicht. Jo, meine Damen und Herren. Das war's für heute. Schön, dass ihr noch dabei seid zu dieser ja doch nachtschlafenden Uhrzeit. Hier ist es Schlafenszeit. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Morgen, das übliche, ab 15 Uhr kommentiere ich wieder den Schissel. Ich hoffe, ich kriege davor noch ein bisschen Sachen auf die Reihe. Weil morgen der letzte Tag ist, wo die Läden offen haben. Bevor ich nach Indien fliege. Also ich muss mich um Kram kümmern. Ich sollte halbwegs früh aufstehen. Naja, wie man es macht. Ich wünsche euch eine wunderschöne Nachtruhe. Wir hören bestimmt nochmal vor Indien. Tschüss, ciao.